So, dann erstmal hallo und ja, es gibt erstmal wieder Pen and Paper. Herzlich willkommen. Dieses Mal mit den drei besten Spielern, die ich mir wünschen kann. Andere durfte ich mir ja nicht wünschen. Da kann ich besser wünschen. Ja, Wir also sind perfekt. absolut. Also für die, die tatsächlich so unser Star Wars Dingen von vor wer weiß wie langer Zeit mal mitbekommen haben, zwei Charaktere machen da ein Comeback und wir haben einen Neuzugang, der vorher mal geleitet hat, also. Oder bei uns Gelitten, vielleicht, ja weißt genau, bei uns hast du gelitten. Gut, das heißt, vielleicht sollten wir mal kurz durchgehen, wer denn wie auf der eigentlich Seite überhaupt bist. mitspielt, warum und wen. So, Nico, fang du doch einfach mal an, Brüderchen. Tja, ich bin der Nico und ich habe ein Problem. Also mein Charakter. Ist Daldred. Daldred ist ein Shakrianer von Corellia. Ein Rumtreiber, ein Taugenichts, ein Tagedieb, ein Tu-nicht-gut. Ja. Ja, okay, wenn Sagen man, wir es mal so. so kann man es ausdrücken. Eine Sache, die ich dann vielleicht noch anmerken sollte, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Einige fragen sich jetzt, so die Star Wars-Fans, wann spielt das Ganze denn überhaupt? Wir spielen zur Zeit der Alten Republik. Also es gibt gerade so All-Out-War, so ein bisschen zwischen dem Imperium, was sich so eher in den Kernwelten rumtreibt, nicht dem Imperium, der Republik in den Kernwelten und dem Imperium so ein bisschen weiter. Na gut, bei einer Galaxie kann man nicht nördlich sagen. Es ist, schwierig. Wie ist nochmal der Kernplanet des Imperiums? Dortmund Cast, Drummund Cast. Dortmund Karst, genau. Dortmund Karst, Ja, okay. Drummund Karst, genau. Und es ist so, dass ansonsten zum Beispiel spielt ja auch, ah, wie ist der Planet der Sith nochmal? Korriban. Korriban, genau, spielt ja auch eine gewisse Rolle, zumindest so für die Ausbildung und so weiter. Wir fahren jetzt mit der Korriban nach Dortmund Cast. Genau. Gut. Aber du spielst einen Chagrianer. Für die, die sich jetzt fragen, was ist ein Chagrianer? Sieht grob menschenähnlich aus, blaue Haut, so komische Kopfwürste mit. In den Filmen ist das einer der Vertrauten von Palpatine. Das ist Genau. ein Chagrianer. Also ich wollte Und noch Luke sagen, mit Jane so ist auch das mit so langen Vertrauen. Stacheln, die aus diesen Kopfdingern wachsen, und bei den Männern, die haben noch zwei lange Hörner. Korrekt. Du hast dir aber dafür nicht irgendwie einen waffenlosen Vorteil gegeben, oder? Nein. Ich werde sicherlich nicht mit meinem Kopf irgendwas Du aufschießen. Stier, du! Ja, er ist ein Lorich, also er ist kein, das ist ein Unterwasserstier, naja. Hornochsenfrosch. Ein Hornochsenfrosch, super Beleidigung für den Typen. Gut, dann gehen wir mal Schreibe ich mir zu. auf. Ja, gut, das passt bei deinem Charakter. Da Ja. kannst du jetzt doch direkt mal anfangen. Wer bist du? Wen spielst du? Was machst du Also, hier? warum bin ich hier? Ja, weil ich nur diese Freunde hier habe. Ich bin Lina, ne? Die Lin hier in Oranje. Und ja, ich spiele meine liebe kleine Amenali. Die ist eine Togruta, kommt von dem Planeten Chili. Ja, Chili ist einfach der Heimatplanet der Chili? Togruta, also Nee, aber da es kommen gibt die doch so. meisten her. Ja. Und ja, sie ist klein, schmächtig und jung. Ist socially ein bisschen awkward. Ich möchte kurz sagen, dafür, dass du schmächtig bist, du hältst mehr aus als jeder andere in der Gruppe. Sie ist aber nur 1,58 und wiegt 55 Kilo. Trotzdem hast du 9 Ausdauer. Ja. Und auch 9 Toughness. Das ist hart. Weil ich nicht wusste, wohin damit. Für die, die sich jetzt auch fragen bei den Werten, es gibt ja auch offizielle Star Wars Rollenspiele. Nee, wir spielen mit Shatterzone-Regeln. Das ist ein altes englisches Rollenspiel oder englischsprachiges Rollenspiel, deshalb werden häufig auch mal englische Begriffe fallen. Gut, Ja. wie kannst du denn deinen Charakter außer so körperlich noch beschreiben? Was macht sie so? Also sie ist tatsächlich die scheinbar einzige hier, die ein Raumschiff fliegen kann. Ich weiß nicht, ob Nico. Sie ist aber sehr gut darin, Raumschiffe zu reparieren. Und kommt aus, ja, die ist, hat ein bisschen schwierige Kindheit hinter sich, vor sich und um sich herum und hat ein paar Schulden, ist ein bisschen gesucht und ja. Hat ein bisschen Scheiße angestellt. Ja. Opfer ihrer Umstände, aber beschwert sich nicht immer drüber. Absolut nicht. Gut, dann kommen wir mal zum Dritten im Bunde. Hast du sie Ja. Opfer genannt? Nee, also. Dom, Crazy Eddie hier, der mit den leuchtend roten Würfeln.
Ich bin ziemlich langweilig. Ich bin PTSD-gestörter Mandalorianer, Ben Duck Dane vom Planeten Gargon. Ich bin irgendwie hier reingekommen. Keine Ahnung. Ja, du weißt auch nicht wirklich, wie du da an diese ich Leute geraten keine bist. Keine Ahnung, jedes Mal ist der Gegner so schnell in meinem Raumschiff. Ja, ich bin offensichtlich auch Tramper, weil ich kann offensichtlich auch kein Raumschiff fliegen. Ja. Was soll ich sagen? Wie gesagt, ein bisschen PTSD zu Ballistikwaffen. Mag er nicht. Ja, ist ein bisschen schwer bewaffnet, Vibro-Schwert, Granatwerfer, Scharfschützengewehr. Sucht euch was aus und ja. Und keine vernünftige Rüstung für ein Mando. Ja, warum eigentlich nicht? Das kommt vielleicht noch. Meinetwegen kannst du schon einen Helm haben. Ja, wäre schon mal nicht schlecht. Wie soll man dich sonst auch erkennen? Richtig. Eben, mit dem TV. Ohne TV so ist irgendwie ein bisschen blöde. Ja. Aber so beginnen eigentlich doch auch so die schlechten Witze. Ein Chagrianer, eine Togruta und ein Mando kommen in eine Bar. Nee, keine Sorge, so beginnt nicht das Abenteuer. Jetzt möchte ich auch. Ja, nicht das erste Mal. Ja, also. Also mit Trinken kenne ich mich aus. Gut, jedenfalls, ihr beide kennt euch natürlich. Ihr habt da vorher so ein bisschen Kram erlebt mit seltsamen Jedi, die sind aber inzwischen auch wieder abgedampft. Das Schiff hat trotzdem schon mal schönere Tage gesehen. Ha? Ja, das gut. War doch voll repariert. Duct Tape zählt nicht als Reparatur. Erstens ja, zweitens waren es die Jedi, die das repariert haben. Das war also offizielles Jedi Duct Tape Trademark. Ja. Genau. Aber das ja. Besseres Duct Tape. Außerdem, du kannst dir ja nicht immer alles an guten Materialien leisten. Um nicht zu sagen, du kannst dir so ziemlich nie Materialien zur Reparatur leisten. Deswegen das Duct Tape. Ja. Aktuell. Und Kaugummi. Ja, aktuell treibt ihr euch so ein bisschen im Outer Rim rum. Und da gibt's jetzt zumindest für Amina so ein klitzekleines Problem, denn da wollte dich jemand ganz bestimmtes auf Tatooine treffen. Tatooine sagt euch allen was? Ja, Podracer, Jabba the Hutt. Nicht nur das. Wobei Jabba wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Jabba war etwas später, so ein paar tausend Jahre. Aber ja. Wüstenplanet und mehr so kriminelle Machenschaften und Hutten gibt's da ohne Ende. Nutten? Hutten. Die blöden Schleimwürmer. Ja gut, Nutten haben die Hutten wahrscheinlich auch. Bitte keine Hutten. Das sind also huttige Nutten? Hutten sind übrigens Zwitter. Na und? Ich hab kein Gender-Assumed hier. Okay. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, da hat dich jedenfalls ein etwas mit deinen letzten Zahlungen unzufriedener Herr Swans zu sich bestellt. Hatte das Gefühl, dass deine Zahlungsmoral in der letzten Zeit nicht so gut war. Und ja, das Ergebnis ist, dass er ein Pfand einbehalten wollte. Und oh. Das Ergebnis ist, dass dein Wookie, den du sonst dabei hattest, jetzt so ein bisschen eingefroren bei dem steht, an der Wand. Na toll. Das heißt, du musst jetzt ohne deinen Co-Piloten klarkommen, der das Schiff eh besser geflogen hätte. Stimmt. Und ja, ihr seid gerade auf Tatooine. Bendak hat sich natürlich in der Zeit dann so ein bisschen anders umgehört. Was das angeht, dazu kommen wir dann gleich. Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich so nach Kopfgeldjagden und sowas suchen, oder? Ja, auf Kopfgeldjagd, bewachen, was auch immer, irgendwas kaputt schießen. Ja. Irgendwen kaputt schießen. Also. Ne, was so Geld bringt. Also Anlaufstellen wie Cantinas und sowas, wo man dann auch schon mal Leute von der, quasi von der Kopfgeldjägergilde trifft, das ist kein Thema, da findet man sowas. Ansonsten. Ja, was wollte ich noch sagen? Spiele. Nochmal, den gleichen Song nochmal, klar. Ja, sowas gibt's da tatsächlich. Egal. Jedenfalls bei dir, du bist halt dann entsprechend unterwegs und suchst nach möglichen Aufträgen. Ich möchte euch auch sagen, ihr habt nicht mehr viel Treibstoff und jetzt das letzte bisschen Geld, was für Treibstoff da gewesen wäre, wurde jedenfalls Amina gerade abgeknöpft. Ansonsten, ich dachte, mit dem Wookie eingefroren. Ansonsten gibt's jetzt eine Kleinigkeit. Nicht nur der Wookie, sondern auch das Konto ist eingefroren. Es gibt hier dieses Master Deck. Ich werde jetzt ein bisschen mal Karten aufdecken, um zu zeigen, wie das so aussehen kann. Es gibt hier mal diese klassischen
Karten, diese klassischen Action-Cards. Das sind halt die mit dem grauen oberen Teil und dem roten unteren. Das sind Standardkarten. Es ist so, für euch relevant ist, wenn ihr die auf der Hand habt, der obere Teil. Da könnt ihr dann nämlich mit irgendetwas machen, wenn ihr die zu einer entsprechenden Zeit ausspielt. Das heißt hier zum Beispiel Supporter, 3 zu irgendeinem anderen Charakter bei der Aktion draufpacken, also auf die Result-Table. Das heißt, du musst dann irgendwie sagen, wie du dem hilfst, aber du hilfst. Was ähnliches ist dann hier Presence, alles was mit Charisma, Confidence oder einem Skill, der dazu gehört. Ich hoffe, ich finde jetzt dann gleich auch mal eine Subplot-Karte. Moment, machen wir es doch so. Ich leg die hier noch mal kurz zusammen und such mir einfach eine raus. Denn es gibt auch welche, die sind komplett in Rot. Und das sind sogenannte Subplots, wie gesagt. Und da, ich suche mir gerade einen bestimmten mal raus. Ah, der passt. Da haben wir zum Beispiel hier Common Ground. Wenn ihr eine Subplot-Karte zieht, dann legt ihr die offen vor euch. Und dann wird mit mir besprochen, ob ich es hinkriege, die in diesem Szenario einzubauen. Wenn ja, kriegt ihr dann dafür eine Belohnung. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte diesen Subplot nicht. Dann könnt ihr den abgeben und dafür kriegt ihr einen Lifepoint. Lifepoints sind quasi auch so die generelle Währung in diesem Spiel für euch als Erfahrungspunkte, die ihr aber auch eben ausgeben könnt, um Sachen zu verbessern oder Schaden zu verhindern. Bei Common Ground wäre es zum Beispiel, das wird dir einfach hingelegt und einmal im Spiel kannst du halt sagen, so okay, können wir das jetzt hier machen? Und dann findest du irgendwie so eine Gemeinsamkeit mit was oder verstehst dich mit irgendwas besser oder sowas. Es gibt aber auch Sachen wie Nemesis, wo dann der Spielleiter dir irgendwann einen Erzfeind auf den Hals setzt oder dafür sorgt, dass einer dich absolut nicht leiden kann. Und für alles gibt's quasi Belohnungen. Aber das kann ich auch alleine, da brauche ich dich nicht für. Das ist wohl wahr. Jedenfalls, ich mische das jetzt und ihr seid 3 Spieler. Das heißt, ihr bekommt jeder 3 Karten. Die roten Karten, also wie gesagt, die Subplot-Karten und bitte auch die Joker-Karten, das sind die komplett anders aussehen als die gerade gezeigten, bitte wenigstens kurz zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz auf Deal. Dürfen wir? Ich wollte eigentlich die so geben. Na gut. Also. 3 hier, 3 da. Oh, cool. Unten am Rand haben wir jetzt beim Tabletop Simulator diese Anzeige. Cool. Das ist normal. Das sind die Handkarten. Das war so. Beim letzten Mal nicht? Nein. Ah, okay. Ich sehe gerade, ich kann es auch sehen. Lina, was die Karte angeht, die du da hast, das kannst du einmal quasi benutzen, um, wenn du irgendeine Gelegenheit siehst, kannst du sagen, darf ich die einsetzen, um das und das zu machen? Und dann kannst du so aus der Reihe irgendeine lustige Aktion. Nico hat einen Subplot. Connection. Okay, das ist kein Thema. Ich nehme an, das möchtest du auch haben. Klar. Und du kriegst noch eine zweite, weil, oder nicht eine zweite, du kriegst eine neue dafür, weil es ja keine Handkarte ist und ich sehe schon. Okay. Du kannst maximal 2 Subplots auch vor dir liegen haben, die gleichzeitig aktiv sind. Was das angeht, wenn die Connection dir gefällt, kannst du fragen, ob wir die permanent machen. Mhm. Aber du brauchst wieder eine neue Handkarte. Achso, hier kann ich die eigentlich direkt spielen? Ja, ne? Nein, das ist was anderes. Pools okay. Ist, wenn wir gerade Runden haben. Das ist in Kampfrunden und sowas der Fall. Okay. Das Spiel teilt sich nämlich auch in sogenannte Akte und Szenen. Ein Akt sind immer besonders große Sachen. Szenen sind dann mehr so kleinere Schauplatzwechsel und sowas. Wichtig ist, wenn wir gerade irgendeine Action-Situation haben, dann spielen wir mit Runden. Und da ist es dann wichtig, was habt ihr in der Hand und was habt ihr im Pool. Dazu kommen wir aber, wenn es soweit ist. Meine Charaktere haben jedenfalls keine Karten. Und ihr könnt Karten auf unterschiedlichen Weg wieder bekommen. Aber zu Beginn jeder, ich weiß nicht, was, jede Szene oder jedes Aktes, dürft ihr maximal, ich glaube, zu Beginn jedes Aktes dürft ihr maximal so viele Karten haben, wie ihr am Anfang hattet. Und wenn ihr weniger habt, zieht ihr auf die alte Kartenzahl auf. Moment, ich suche gerade diese Sache im Regelwerk raus. Card Deck. Ich meine, es wäre Szene, aber. Kann auch sein, dass es Szene ist, ja.
Wobei es ja sehr willkürlich ist, was du als Akt und was du als Szene bezeichnest. Von daher. Ja, wobei das Spiel ist, wie man das in der Geschichte eigentlich machen würde. Also, ansonsten werde ich jetzt noch kurz für alle noch mal ein bisschen dieses Würfelsystem erklären. Man würfelt mit 2W10, wenn man eine Aktion ausführen möchte. Man hat einen Grundwert in einer Fähigkeit. Dieser errechnet sich aus dem Grundattribut, was zu dieser Fähigkeit gehört. Jetzt sagen wir einfach mal, wir haben hier unseren Bendak. Mhm. Bendak hat ein Vibroschwert. Mit diesem Vibroschwert, ach nee, das Vibroschwert nehmen wir nämlich als Anfang. Wir nehmen mal, sagen wir, du hast ein Blastergewehr. Dieses Blastergewehr, da schauen wir bei deinem Skill Energy Weapons. Da hast du einen Add drin und du hast einen Add in der Spezialisierung Blastergewehr. Sind wir bei 2. Dann schauen wir auf den, das ist geschicklichkeitsabhängig, da hast du 12, das heißt insgesamt kommen wir auf einen Wert von 14. Dann würdest du jetzt würfeln. Dann würfelst du diese beiden W10. Dann gucken wir jetzt hier, das ist eine 6 insgesamt. Das ist also nicht so ein Prozentwurf, sondern das ist dann einfach nur diese Zahl. Und dann schauen wir unten in den Charakterbögen, das ist jetzt eine Tabelle, die haben wir jetzt hier nicht liegen, könnte man vielleicht für eine weitere Runde mal basteln. Und da ist es dann so, dass wir dann schauen, was bedeutet eine 6 für diesen Wert. Und 6 bedeutet minus 5. Das heißt, du kämpfst bei deinem Angriff effektiv auf eine 9. Das würden wir dann mit den Resistenzen des Gegners vergleichen und so weiter, aber das spielt jetzt keine große Rolle. Jedenfalls, in dem Sinne kann man quasi sagen, du würdest wahrscheinlich mit dem Angriff dann verfehlen. Das war jetzt einfach nur ein schlechtes Würfelbeispiel, man kann es auch anders haben. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine 0 würfelt. Eine 0 ist ein sogenannter, ist quasi eine 10. Wenn man wohlgemerkt so etwas würfelt, kommt es dann darauf an, ob das ein Trained Skill ist oder Untrained. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, wir haben jetzt einen, der feuert nur mit Geschicklichkeit einen Blaster ab, weil der Blasterwaffen nicht gelernt hat. Dann gilt das einfach nur als 10. Dann ist die Frage, wenn man Laserwaffen gelernt hat, aber keine Spezialisierung hat, dann darf man eine so gewürfelte 10 neu würfeln und die 10 mit einberechnen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel würfle, ich hätte jetzt hier die 1 gehabt, da vorher noch eine 10, dann wäre ich bei 11 und dürfte dann noch einmal neu würfeln und hätte dann hier eine 8 drauf, wären wir bei 19. Dann allerdings gibt es auch die Möglichkeit, wenn man eine Spezialisierung hat, dass man alle 10 neu würfeln darf, egal wie viele da auch noch kommen. Also sofern man in einem Skill spezialisiert ist und diese Spezialisierung benutzt, sieht das dann so aus. Und ja, das ist im Wesentlichen, wie dieses System abläuft, wenn man Sachen generell einsetzt. Also ich habe jetzt hier gerade eine 9 und eine 8, das sind für mich 17. Ja, und dann würde man unten in der Tabelle schauen und die Tabelle sagt bei 17 sind 6 Bonuspunkte. Das heißt, auf deinen Gesamtwert kommen dann 6 Punkte drauf. Das wäre in deinem Fall bei Laserwaffen, also zumindest wenn du jetzt mit deinem Blastergewehr feuerst, wärst du auf einer 20. Das ist ziemlich ordentlich. Okay, verstanden. Glaube ich. Ja, das Ganze ist halt so, dass dass natürlich so mittlere Werte deutlich wahrscheinlicher sind als wirklich die krassen Randwerte. Das heißt, normalerweise bewegt man sich so plus minus 2 um den eigenen Grundwert rum. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man richtig, richtig krass würfelt. Und es gibt eine Möglichkeit, also jeder von euch hat ja 5 sogenannte Life Points. Ihr könnt bis zu 10 haben. Könnt, wohlgemerkt. Und da ist es dann so, wenn ihr sagt, nach einem Wurf, das ist mir zu niedrig, dann könnt ihr einen Life Point einsetzen, um den Wert zu nehmen, den ihr da liegen habt, nochmal zu würfeln und das drauf zu rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel würfel und habe jetzt hier eine 14 und sage, das muss jetzt richtig, richtig gut klappen, ich setze einen Lifepoint ein, dann nehme ich diese 14, würfel neu, habe hier noch eine 16 und addiere das zu insgesamt 30. Und da haben wir in der Tabelle dann 11 Bonuspunkte. Das heißt, das klappt höchstwahrscheinlich komplett überragend. Also so läuft das dann ab. Das ist eine Möglichkeit. Ich möchte auch kurz sagen, ihr seid nicht die einzigen Charaktere in dieser Welt mit Life Points. Life Points ist eine Sache, das haben auch Gegner.
Das heißt, wenn Gegner, also die Standardgegner haben typischerweise vielleicht mal einen, aber so ein Boss in Anführungszeichen kann halt auch gerne mal selber 5 bis 8 Punkte haben. Und der kann die auch entsprechend einsetzen und, was auch eine Sache ist, wenn für eine Aktion gegen euch ein Lifepoint eingesetzt wird, dann dürft ihr selber einen einsetzen, um das zu canceln. Dann dürft ihr quasi sagen, nee, machst du nicht. Ich habe ja übel die schweren Waffen. Ja, du hast dich dafür entschieden, einen Repetierblaster zu haben. Für die sich jetzt fragen, was ist ein Repetierblaster? Nein, bei mir Repetierblastet. Stimmt. Oh, das ist ein Schreibfehler. Okay, den korrigiere ich. Auch verpotten. Als Fähigkeit. Ich habe es jedenfalls jetzt mal korrigiert, aber ja, wobei, Nico, das, was ich hier stehen habe, ich habe ja den nochmal überarbeitet, da habe ich das ja immer in Englisches umbenannt, da steht Taunt. Der Repetierblaster ist quasi so eine Art Minigun. Und eine Sache, die auch für euch in Kämpfen relevant sein wird, für die, die Fernkampfwaffen benutzen. Es spielt eine Rolle, wie weit der Gegner von euch weg ist, wie gut ihr den trefft und ob er unterschiedlich viel Schaden macht. Für die meisten Laserwaffen, die machen immer gleich viel Schaden, aber wenn ein Gegner besonders nah dran ist oder besonders weit weg ist, kriegt ihr meistens Nachteile. Dafür in den Idealbereichen einen Vorteil, was das Treffen angeht. Gut. Kommen wir jetzt einfach mal ins Geschehen, genug über das System gelabert. Nico hat, wie gesagt, diese 2 Subplot-Karten. Da schauen wir mal, was wir da draus machen können. Außer Nico, du sagst vielleicht, dass du Campaign gar nicht haben willst. Ja, Campaign interessiert mich nicht so. Gut, dann schmeißen wir das weg, dann kriegst du schon mal einen Lifepoint dafür. Dann landet das hier auf dem Discard-Pile. Wohlgemerkt, es gibt einen Discard-Pile und es gibt einen Initiative-Pile. Das heißt, ich würde Discard mal hier hinlegen. Also einen Ablagestapel und einen Initiative-Stapel. Dazu kommen wir noch. Jedenfalls, Bendak, du bist jetzt gerade in eine der Kantinas oder beziehungsweise die Kantina des Ortes gegangen, in dem ihr euch gerade aufhaltet. Du weißt, Armena ist gerade mit ihrem Ziehvater Sachen besprechen. Da weißt du, da wolltest du dich auch nicht mit einmischen. Der wollte dich wahrscheinlich auch gar nicht dabei sehen. Und ja, als du da reinkommst, du weißt, da wirst du vielleicht jemanden finden, der Aufträge vermitteln kann. Also, was machst du? Die Kantina ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Also, es ist natürlich typisch Tatooine, es ist scheiße warm, es ist es ist dreckig, es dampft überall, weil Getränke. Ja, man riecht auch so ein bisschen verschiedenste chemische Substanzen aus den Getränken in der Luft. Also die einen trinken Alkohol, die anderen das, was ähnlich bei ihnen wirkt. Gerade ist noch nicht die Tageszeit, um unbedingt eine Band spielen zu lassen. Also dir bleibt das Cantina-Gedude erspart. Yay! Aber ja, du siehst zumindest einen Tisch. Da sitzt ein Mensch. Der hat ein Getränk vor sich stehen und du siehst zumindest, da kommt ein Kerl ran, der nicht aussieht, als wäre er von hier. Relativ bewaffnet, der gerade mit dem redet. Dem wird eine Art Puck zugeschoben, so ein Holopuck. Der nimmt sich das Ding und geht wieder raus. Du weißt nicht genau, worüber die geredet haben, aber das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Schon mal nicht schlecht. Du hast mir den Wookie aus dem Inventar gestrichen. Ja, weil der Wookie nie ein Inventargegenstand war. Außerdem, du hast ihn ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt sagen, ist er jetzt eh nicht mehr da. Kommen wir wieder zu Bendak. Also, was machst du? Passiert irgendwas, als ich reinkomme? Ich meine, so ein T-Visor ist ja jetzt nicht unbedingt unauffällig. Du befindest dich im Outer Rim. Die Leute gucken kurz und sagen dann nichts. Gut. Das mehr wollte ich doch gar nicht. Außerdem, du wirkst noch nicht so hundertprozentig mandalorianisch, weil du halt keine vernünftige Rüstung hast. Du hast nur diesen Helm. Warum eigentlich nicht? Weil du die nicht direkt am Anfang haben solltest. Die hält halt nachher richtig gut was aus und hilft halt auch gegen Lichtschwerter. So eine richtige Mando-Rüstung. Okay. Moment. Hui. Da mir so ehrlich gesagt nicht so der Sinn nach alkoholischen Getränken aller Art steht und die weibliche Gesellschaft hier doch etwas dürftig ist und auch nicht gerade ansehnlich und ich schon ein kleines Brötchen, ich weiß nicht,
Fleischzeugs, was die da hatten, gucke ich mich noch einmal kurz um und gehe dann zu diesem Typen, der da so einsam und allein an seinem Tisch sitzt und setze mich zu ihm, also ihm gegenüber. Ja, der nippt kurz in dem Moment noch an seinem Getränk und dann, ein Mando, wie ich sehe. Ich nehme an, du willst Arbeit. Ich neige den Kopf, ich sag nichts. Nicht sehr gesprächig, gut. Der kramt so ein bisschen, also er schaut auf so ein Datenpad mal kurz. Irgendwelche Ideen, also zumindest kennt man dich hier oder bist du Neuling? Also ich habe dich hier zumindest noch nicht gesehen. Bin auch gerade erst gelandet. Mit wem habe ich die Ehre? Man nennt mich Bendak. Gut, Bendak, dann lieber was Einfaches oder eine kleine Herausforderung? Nun, wir sind hier im Outer Rim, oder? Nehmen wir doch eine Herausforderung. Gut, da hätte ich hier jemanden. Sagen wir, da hat jemand einen Hut nur ein bisschen Geld beschissen. Der schiebt dir halt so einen Puck rüber, da kommt eine kleine Projektion raus. Also so ein paar Daten und vor allem halt, wie der aussieht. Mhm. Das ist ja zumindest ein Mann. Du siehst Gesicht, kahlrasierter Kopf, Gesicht relativ kantig. Und ja, da steht auch, wo man den finden dürfte. Ist zum Glück nicht allzu weit weg von Tatooine. Achso, der ist gar nicht auf dem Planeten hier. Ja, der ist nicht auf diesem Planeten, aber nicht allzu weit weg. Warst du schon mal auf Geonosis? Nein, hab aber Holowitz gesehen. Okay. Also du weißt, wie es da aussieht und ja, dieser Kerl macht sich da gerade einen Namen. Naja, auch nur mit anderer Wüstenplanet, nur etwas orange. Ja, und voller Krabbeltiere. Blöderweise können die sogar sprechen. Aber, naja. Geonosis ist doch gerade unter den Mandos auch bekannt für die Arenen. Oh ja. Dreimal darfst du raten, wo du den Kerl findest. Auf jeden Fall möchte ein gewisser Hutte, dass der Kerl nicht mehr unbedingt viel Erfolg dort hat. Verstanden. Ich mach den Puck aus und stecke ihn mir ein. Gut. Da bin ich mal gespannt auf deine Rückmeldung, Bendak. Wollt er irgendwie den Kopf von ihm haben, oder? Ich denke, je nachdem, wie ihr den erledigt, ist es nur wichtig, dass er erledigt wird. Der Auftrag ist bei dir, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann gemacht hast, ist relativ hoch. Verstanden. Gut, dann viel Spaß bei der Arbeit. Ich nicke ihm zu und habe ich ein Cape? Weiß ich nein. Gar nicht. Schade! Du hast kein Cape. Du hast bisher weder ein Cape noch ein Jetpack. Okay. Du hast ja auch kein Flight-Skill. Du könntest, selbst wenn du ein Jetpack hättest, könntest du es nicht anwenden. Du würdest einfach nur gegen die nächste Wand fliegen. Ja, komm, ich bin auch nur gerade mal 18. Also. Ja, bitte. Also. Ja, ich nicke ihm zu und verlasse die Bar, nehmen wir es mal so. Jetpack-Führerschein darf man auf Mandalore erst ab 18 machen. Also, ansonsten bei Armena, was das angeht, du bist quasi mehr oder weniger unsatz. Ja, du bist aus seinem Schiff rausgestoßen worden und dein Ziehpapa ist abgedampft. Mit dem Schiff und deinem Wookie-Freund. Schiff? Ja, nicht mit deinem Schiff, mit seinem. Sagen. Der hat so mein ein paar Schiff eigene. Ist nämlich nicht sein Schiff. Ja. Ich habe mal selbst besorgt. Gut, aber du wirst wahrscheinlich da fluchend rausgestoßen. Also du fluchst dabei wahrscheinlich nicht mal an. Wie ein altes Vorspeisen, ja. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch. Also du wirst wahrscheinlich in Richtung deines Schiffs zurückgehen. Ja, ich hoffe, dass Mandarinchen da ist. Mandarinchen? Ich habe Mandarinchen genannt, ja. Ach, das Schiff heißt Mandarinchen, okay. Nein, sie meint mich. Ach, den Mandalorianer, okay. Hatte das Schiff einen Namen? Ketcaster Wuffotz.
Irgendwie sowas. Oh Gott. Ja, ich hab die TXT hier. Deswegen. Das ist das Schlimme, wenn man eine 14-Jährige fliegen lässt. Schick mir mal die TFT, die TXT, bitte. TFT. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu jemand ganz Unbeteiligtem. Okay. Auch du befindest, also auch Dal, du befindest dich gerade auf Tatooine. Du treibst dich ja generell so ein bisschen herum, bist immer wieder so ein bisschen unterwegs. Und ja, was soll ich sagen? Du hast schon den ganzen Tag irgendwie so ein etwas ungutes Gefühl. Perception hast du nicht, oder? Doch, habe ich. Oh. Also, Tatsache, dann mach mal einen Perception-Check. 12, 12 ist 1, Perception ist insgesamt 13, also 14. 14, okay. Ja gut, 14 ist schon, ja, du bemerkst auf jeden Fall. Also du weißt natürlich, auf Tatooine, viele Leute tragen da halt auch weite Kleidung und sowas und Kapuzen und sowas, einfach weil das auch gegen die Hitze hilft. Tatsächlich, wenn man weite Kleidung und sowas trägt. Aber eine dieser Gestalten läuft dir schon eine Weile hinterher, so ein paar Minuten. Mhm. Ich laufe mal weiter durch die Gassen und nehme auch mal so Richtungswechsel, laufe auch mal so mehr oder minder im Kreis. Also gehe auch schon mal dreimal links oder so. Okay. Schau, ob er mir weiter folgt. Mach noch mal einen. Das ist eine 14 und damit sind wir bei 16. Okay. Okay, Moment. Ich muss da gerade selbst noch kurz ins Chart gucken. Du hast ihn aus den Augen verloren. Also. Mhm. Du würdest jetzt sagen, der ist weg. Bis du halt um eine Ecke gehst und plötzlich. Also, du bist halt gerade jetzt eher in so einer Gasse. Und ja, plötzlich tritt aus so einem der Seitenwege jemand raus. Und ja, stellt sich dir in den Weg. Wer ist es? Du erkennst erstmal kein Gesicht, aber zumindest so von der Hautfarbe, die du erkennst, würdest du sagen, ist das ein Mensch. Auch so generell von Statur und Größe und sowas, also kein seltsames Alien. Da sagt Dal Dread. Wer? Ich verhafte euch im Namen des Jedi-Ordens für den Mord an. Moment, wie hieß er? Ich muss jetzt gerade den Namen nochmal nachgucken. Für den Mord an Ken Reddick. Im nächsten Moment. Blaues Lichtschwert. Was hat denn der Jedi-Orden mit Ulf Reddick zu tun? Naja. Gut. Nein, Nico, du musst bedenken, auch die Grünen Jedi gehörten streng genommen dazu. Ja, ja. Waren so eine kleine Splittergruppe, aber gehörten zum großen Ganzen dazu. Ein Jedi? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin nicht Dal Dread. Ich weiß gar nicht, wer Dal Dread ist. Was versuchst du gerade? Ich versuche ihn anzulügen. Okay. Meinetwegen machen einen Trick-Check. Aber ich möchte kurz sagen, die BDN hierfür ist gerade gewaltig. 15, 4, 17. Also ich sag mal so. 17 wäre so rein von der Schwierigkeit normalerweise beeindruckend. Aber auch nicht. Also du kriegst halt eine ordentliche Schwierigkeit. Also einerseits, er hat natürlich seine Intelligenz und sowas, um dagegen zu arbeiten. Und er kennt dich. Kenn ich ihn denn? Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Du weißt ja, wer es ist, so als Spieler jetzt. Okay, wenn ich das weiß, dann werde ich ihn wahrscheinlich erkennen. Ja. Okay. Ich
Gut, wie komme ich spiel jetzt da raus? Nicht den Dummen. Ich spiele das nicht, ich bin dumm. Okay, das wäre eine geile Antwort, aber. Ich möchte ganz viel Sand aufwirbeln mit meiner Telekinese, sodass er mich nicht mehr sehen kann. Ich würde sagen, in dem Fall gehen wir in eine entsprechende Szene. Ja. Das heißt, für die, die jetzt zusehen, machen wir ein bisschen Tutorial-mäßig. Wir decken jetzt so eine Karte auf und schauen mal rein. Wir sind in einer Standardszene, würde ich sagen. Hier? Oder, nee, hier. Okay. Ja, hier die. Und da sehen wir jetzt, wichtig ist jetzt die rote Seite. Und zwar, wir sehen einmal S und einmal D links an der Seite. S steht für Standard, D steht für dramatisch. Und wir sehen einerseits die Initiative, das heißt, das, was die Seite, die links steht, Player oder Game Master. Man kann es wegtun, man kann es nicht lesen. Du kannst auch einfach Alt drücken. Kann ich nicht. So sehe ich nur die Rückseite. Echt? Ja. Okay, jedenfalls so. Du siehst zumindest mit P. P steht für Player, G steht für Game Master. Jetzt ist es so. Die Seite, die links steht, hat die Initiative. Die darf zuerst handeln. Jeder Charakter hat exakt eine Aktion, außer durch entsprechende andere Sache. Flurry, glaube ich, gibt eine Bonusaktion. Das muss ich kurz noch mal nachgucken. Denn es gibt auch immer Effekte, die zusätzlich auftreten. Solange es kein McFlurry ist. Spitzname ist McFlurry. Flurry steht, ja, kriegt eine extra Aktion. Genau. Mein Gegner hat jetzt zwei Aktionen, aber ich fange an. Gut, also du willst jetzt deine Telekinese benutzen, um Sand aufzuwirbeln. Ja. Gut, die Schwierigkeit davon ist extrem gering. Aber er könnte halt da entsprechend sich zum Beispiel auch aktiv mit Perception gegen wehren. Oder willst du, dass er als... Also es ist letzten Endes Stealth. Es ist Stealth? Würde ich sogar sagen. Weil du willst, oder was willst du genau machen? Was bezweckst du damit? Du willst einfach tatsächlich außerhalb seiner Sichtweite kommen, um unterzutauchen, ja. Da würde ich sagen, wäre das es ist keine Double Action in dem Sinne. Weil ich würde auch sagen, Sand aufwirbeln muss er nicht für würfeln mit der Macht. Das ist so einfach. Okay. Also würde ich sagen, du versuchst mit Stealth zu entkommen. Okay, gut. Gut, dann ist erstmal so, er wehrt sich dagegen. Also er benutzt eine seiner beiden Aktionen aktiv, um dagegen zu arbeiten. Weil du benutzt jetzt Stealth gegen ihn. Mhm. Er versucht, mit Perception dagegen zu arbeiten. Das heißt, ich müsste jetzt überlegen, okay, was hat er für einen Perception-Wert? Hat er vielleicht sogar eine Spezialisierung? Und was ist sein Int-Wert? Also Intelligenz ist das, wovon es abhängt. Gut, der hat seinen Grundwert. Okay, ich schaue, was hier gewürfelt ist. Ich schaue, was er dann entsprechend hier bekommt. Und das ergibt jetzt die Base Difficulty Number, die Nico überschreiten muss. Okay. Darf ich? Ja. 12 ist 16. Ja, ist okay. Okay. Also du bist ja auch zuerst dran. Bevor er reagieren kann, du stößt die Hand nach unten, wirbelst Sand auf und rennst um die nächste Ecke und hoffst, dass er das nicht gemerkt hat. Ja. Gut. Und ja, du hörst auf jeden Fall das Geräusch eines Lichtschwerts, das halt durch Luft schneidet. Aber ja, du hast es zumindest geschafft, wegzukommen. Also, er hat dich tatsächlich aus den Augen verloren. Mhm. Ich renne auch weiter, also guck, dass ich irgendwie möglichst schnell auch, wenn er jetzt um die nächste Ecke biegt, auch außer Sichtweite bin. Gut, dann würde ich sagen, normalerweise wäre das ein Running-Check. Aber in dem Fall, er hat dich ohnehin aus den Augen verloren, also er muss dich wiederfinden. Ich würde sagen, du schaffst es auf jeden Fall aus dem. Also, es war auf jeden Fall eine sehr kurze Action-Runde gerade. Nach einer Runde vorbei. Jedenfalls, du rennst und kommst relativ schnell an den Rand dieses Ortes. Und da steht ein Schiff, das du mit viel Wohlwollen als Blecheimer bezeichnen würdest. Mhm. Aber gerade mit offener Laderampe.
Dann schlüpfe ich da mal rein. Machst du das heimlich oder machst du es so, dass die... Ich mach das heimlich. Okay. Dann muss ich mal kurz gucken, hat jemand von euch beiden... Also, ne, Bendak ist gerade noch nicht da. Amena kommt gerade... Also ist da gerade wieder. Ich schaue kurz, ob Amena Perception hat. Ich glaube nicht. Dann dann wäre der Int-Wert von Amena ihr Gegenwert. Intelligenzwert ist 10. Okay, das heißt, du hast eine BDN von 10, Base Difficulty Number. Auf mein Stealth von 15. Obwohl, nee, warte, ich würde sogar sagen, machen wir eine 12 draus, du hast dein Sonar. Stimmt. Das war aber nicht gut gewürfelt. Das ist eine 9 ist 0 und das sind 15 dann insgesamt. Ja, also das heißt, du bist drei Result Points drüber, das heißt, also bei Amena, du gehst gerade fluchend durch den Lagerraum, trittst wahrscheinlich ab und an irgendwas durch die Gegend, hast kurz das Gefühl, dass jemand hinter dir ist, aber als du dich umdrehst, niemand da. Mandarin. Ich hab so zwischen den Lagerraum, zwischen der Lagerraumeinrichtung verkrochen. Okay. Mandarinchen? Ich mach keinen Spaß mit mir, ne? Die Situation nutzen, um machtverbergend zu wirken, damit er mich nicht erspüren kann, der Gute. Okay, da muss ich kurz gucken beim Machtverbergen, was das nochmal für Schwierigkeit und sowas hatte, aber das kannst du gerne machen. Ja, Machtverbergen sogar 12. Ich habe einen Bonus von 14, BDN von 12. Okay, dann würfel mal auf den Kram. Das ist eine 17. Also die Schwierigkeit ist geschafft, dann machst du jetzt noch kurz den Wurf auf Strain. Also das ist für das ist gleichzeitig übrigens auch mein Schwierigkeitswert, wenn er versucht, mich zu erspüren. Ja, es sei denn, du machst irgendwas anderes mit der Macht wieder. Ja, genau, dann ist egal. Aber 17, das wäre dann 6. Ich habe also 20 als BDN für ihn, wenn er mich erspüren möchte. Mhm. Das finde ich gut. Und jetzt muss ich noch einen Strain machen. Strain ist 14. Ich habe 16, also bloß nicht verkacken. Ja, ja, das passt. Also sobald du, ich glaube, 10, 11 ist 0, ab 12 ist 1, oder? Oder nee, 10, 19 ist 0. 19 ist 0, 11, 12 ist 1, so. Gut. Das heißt, du verbirgst deine Präsenz in der Macht. Und du bist jetzt ziemlich sicher, er wird dich wahrscheinlich nicht so schnell finden. Das war der Plan. Gut. Jedenfalls, Amena, du siehst Mandarinchen nicht. Aber du denkst vielleicht hast du dir das auch einfach eingebildet oder sowas. Du bist dir nicht sicher. Aber ich bin ja gerade eben ein bisschen aufgewühlt. Ja, jedenfalls, du weißt, du musst dringend an Geld kommen. Also ihr habt kaum noch Treibstoff, du hast keinen Credit in der Tasche. Und ja, letzten Endes kommt aber dann ein gewisser eimerförmiger Helm ins Sichtfeld. Du siehst, der kommt zumindest da gerade aus dem Ort raus auf das Schiff zu. Ich stelle mich an die Ladefläche, also an diese Lade. Oh, sorry. Und verschränke die Arme. Und warte. Und piepst. Und piepe. Das ist mein Schiff. Dauern immer diese Fehlermeldungen. Das piept, weil der Tank der ist. Ja, so in etwa. Und frage ich dich. Und? Ich heb nur eine Schulter und guck sie an. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Ja. Kommen wir mit dem restlichen Schiff nach Geonosis? Spielleiter, kommen wir? Und auch wieder zurück? Ich würde mal sagen, in dem Fall, das wäre so ein bisschen Erfahrungswissen. Das heißt, ich würde mal sagen, Science-Raumschiffe, das wäre bei dir, ja, da hast du ja sogar deine Supernormal Knowledge und sowas. Du kriegst halt nur nicht deinen Reparaturbonus. Das heißt, ja, da hättest du halt einen Wert von 17 insgesamt, wenn ich das richtig sehe. Dann würfel einfach mal da drauf, dass du so grob einschätzt, reicht das nach Geonosis oder eine 5? Ernsthaft? Also. Nein, okay.
Eine 5 steht für minus 6. Okay, das heißt, gut, du bist immer noch bei 11. Und 11 heißt eigentlich auch, dass du zumindest simple Sachen. Moment. Ja, das, obwohl, 11 ist schon so, ja, kann, ist bei ein bisschen schwierigeren Sachen. Also, so normalerweise, wenn jemand sagen würde, ja, so in 2 von 3 Fällen klappt's nicht. Und das okay. Hättest du geschafft. Also, in dem Fall, du schätzt, müsste hinhauen. So gerade. Aber wenn ihr auf Geonosis kein Geld auftreiben könnt, seid ihr da halt erstmal gestrandet. Mal hin. Machen wir. Okay, wie viel. Woher weiß ich, wie viel Kohle ich habe? Ich würde sagen, wir machen sowas meistens on the fly. Also grundsätzlich, wir können halt sagen, dadurch, dass Amina Schulden hat, wird die Gruppe nie viel Geld haben. Aber. Und ich habe Schulden. Ich sag mal so, ihr könnt halt, nachdem zum Beispiel ein Abenteuer vorbei ist, können wir überlegen, ob ihr genug habt, um zum Beispiel ein bisschen neue Sachen euch zu besorgen und sowas. Ich will ja meine Rüstung haben. Ja, die kannst du vielleicht auch als Belohnung für andere Sachen bekommen, aber ja. Na gut. Komm, Mandarinchen, lass uns fliegen. Solange wir nicht in die Luft fliegen. Ha. Ja, also. Sollte wieder gefrühstückt oder was? Höre ich eigentlich, was die sagen? Ja, du bist quasi ja gerade im Laderaum. Die unterhalten sich gerade, während diese Luke hochgeht. Klack. Du hängst jetzt in diesem Blecheimer. Und du weißt auch, wo es hingeht. Ja, und du weißt, es geht nach Geonosis. Hauptsache nicht mehr auf Tatooine bleiben. Ja, gut. Weißt, also, kennst du Geonosis, ist die Frage. Ich glaube nicht unbedingt. Du bist ja jetzt nicht, also die, als Mandalorianer hat man von Geonosis gehört, weil das ist halt für seine Arenen sehr bekannt. Und ja, ich sag mal, wärst du zum Beispiel irgendwie, hättest einen Militärberuf oder sowas, wäre es auch wieder interessant. Ja, wobei tatsächlich als, mit deinem Hintergrund, du hast vielleicht schon mal von Droidenfabriken und sowas da gehört. Also die produzieren viele Kampfdroiden, die manche Seiten schon mal kaufen. Mhm. Die sind halt ein mechanisch sehr begabtes Volk, die Geonosianer. Aber gut. Ich möchte bitte Bandek wieder in seinen Raum unterhalb von Deck schicken. Er hatte irgendwo einen Keller. Ja, das spielt jetzt keine große Rolle, wo er jetzt genau sein Zimmer hat. Auf jeden Fall, das Schiff ist eigentlich zu groß für nur 2 Leute. Vorher wart ihr 3, aber gut, jetzt. Ja. Es sind ein paar unbesetzte Räume. Wir hatten noch einen Jedi dabei. 2. 2 Jedi sogar. Aber die sind halt jetzt erstmal wieder abgedampft. Die haben es mit dir nicht lange ausgehalten. Ich vermisse meine Jedi-Freunde. Fischbrötchen. Ja, genau, Fischbrötchen. Ja, ich erinnere mich. Das war auf Manaan, oder? Genau, Fischbrötchen gegessen. Ja, ja. Ach ja. Der Fisch mit dem Fischbrötchen. Aber gut, nein, nicht dahin, Nico. Das sind unterschiedliche Sachen. Ich weiß, aber die Action-Sequenz ist vorbei. Das heißt trotzdem nicht, dass es auf den Discard-Pile kommt. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man durch bestimmte Karten Sachen vom Initiative- oder Discard-Stapel kriegen kann. Also, so nicht. Ich möchte gerne fliegen. Ja, also das Starten und sowas ist kein Problem. Der Eimer ruckelt ein bisschen, aber letzten Endes fliegt ihr los. Ruckelt und zuckelt ein bisschen. Hier fliegt mal eine Schraube aus der Wand. Ja, also ihr fliegt halt aus dem Orbit und dann rein in den Hyperraum und los geht's. Jetzt habt ihr jetzt erstmal eine Weile Ruhe. Also das, so ein Flug, der dauert ein bisschen. Ich chill im Raum. Ich möchte mich aus meinem Versteck hinausschleichen und irgendwo einen Zugriff auf den Schiffscomputer kriegen. Damit ich weiß, mit wem ich hier rumfliege. Also dafür müsstest du aus dem Raum zu einem Terminal. Gut. In dem Fall mach erstmal einen Stealth-Check. -3 = 12. Gerade so noch. Also, keine Result Points gegen Aminas Sonar, aber es ist zumindest so,
Du merkst halt, du machst. Wenn der was macht? Also, wenn er ein bisschen schlechter gewürfelt hätte, hättest du was bemerkt. Es ist zumindest so, du meinst kurz so ein leises Klönk irgendwo gehört zu haben, aber dann denkst du dir, ist wahrscheinlich nur was im Laderaum wieder lose gegangen. Könnte auch eine Schraube sein. Ja. Bei dem alten Klöpper hier. Genau. Aber ja, Dahl, du schaffst es auf jeden Fall zum Schiffscomputer. Also zu einem der Terminals. Ja. Ist halt so eine kleine Konsole. Was machst du da? Ich möchte so ein bisschen Logbücher und bisherige Flugrouten von dem Ding aufrufen. Okay, was hast du auf Computer Ops? Computer Ops, Schiffscomputer, insgesamt 13. Ja gut, dann mach mal einen Wurf darauf. Sieben, also 6. Ja. Alarm. In dem Fall, also du wühlst da so ein bisschen durch. Ich hab grad Rickrolled. Ja, so ein bisschen. Ich meine, auch Computer Ops, ne? Ja, in dem Fall vor allem, also du sitzt ja jetzt gerade nicht da dran, du merkst nicht unbedingt, dass er da was macht, aber vor allem ist es so, ja, er wühlt da durch so einiges an Dateien. Und ja, du findest halt jetzt nicht unbedingt was an Log-Dateien und eine Sache, die du aufrufst, plötzlich dröhnt irgend so eine schreckliche Musik durch das Schiff. Also du hast irgendeine Musikdatei aus Versehen aufgerufen. Never gonna give you up. So in etwa. Never, wahrscheinlich eher irgendwie so ein, ich weiß nicht, was für Musik wird Armena so haben? Irgend so ein Emo-Kram oder was ist das? Nein, die wird eher so Rock. Ach, so Punk-mäßig wahrscheinlich. Ja, eher sowas. So Avril Lavigne-mäßig. Oh Gott. Ja, jedenfalls, sowas dröhnt da jetzt gerade durch das Schiff. What the? Der Mando hebt ebenfalls den Kopf von seinem Waffenreinigungsritual. Ah, stimmt, du polierst mal wieder dein Gewehr. Immer. Ja, im Gegensatz zu euch weiß ich halt, wie man seine Waren pflegt, ne? Seine Ausrüstung. Ja. Ich nehme mein Blastergewehr. Also die kleinere der Waffen, die auch noch, schon noch nicht klein ist. Das ist halt wirklich so ein Militärding. Ja. Das war ich nicht, Mandarinchen, sag ich. Und mach mich auf den Weg zum Terminal. Oder suche halt. Ja, also du weißt nicht, von wo das gestartet wurde, aber es dröhnt halt quer durchs Schiff. Ja, ich mach mich trotzdem auf den Weg. Kleine Frage, was machst du jetzt gerade eigentlich da? Du stehst da jetzt gerade. Sagen wir erstmal, Never Gonna Give You Up dröhnt dir um die Ohren. Ist natürlich was anderes. Ich möchte mich quasi auf der anderen Seite hinter der Tür quasi verstecken. Also ne, es geht ja rein und dann hast du ja quasi immer so links und rechts wie so Nischen, wo einfach die Wand ist. So, ne? Ja. Und da möchte ich mich auf der anderen Seite, wo nicht das Terminal ist, möchte ich mich quasi hinstellen, sodass sie mich nicht direkt sieht, wenn sie aufs Terminal guckt, und möchte mich dann rausstehlen aus dem Raum. Okay, das ist schon was schwieriger. Insbesondere, als ob ich auf den Terminal gucke. Also du schaust dich jetzt gerade, also ihr schaut euch beide eigentlich auf dem Schiff um. Ich denke mal, ich hoffe, dass ich nicht allein da rumrenne. Ja, schon. Ich habe allerdings auch nicht mein Scharfschützengewehr dabei, sondern mein ganz normales Blastergewehr. Jetzt ist die Frage, machen wir die Perception als Widerstand oder die Stealth als Widerstand? Ich würde eher sagen, die Stealth als Widerstand. Okay. Weil sie sucht aktiv nach dir. Das sind 12, damit bin ich bei 16. Okay. Was muss ich gegenwürfeln? Du hast keine Perception. Das heißt, dein Int-Wert ist in deinem Fall 10. Plus 2 würde ich sagen für deinen Sonar, weil du halt generell Bewegungen und sowas mit deinen hohlen Hörnern und sowas in der Umgebung bemerken kannst. Oder so Vibrationen in der Luft, solchen Kram. Mhm. Ich habe keinen Vibrator fallen lassen. Also 12. Und ich würde sie jetzt auch noch, ich würde generell die Difficulty Number aber auch verringern, weil du halt wirklich deutlich darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich würde in dem Fall sagen,
du hast da schon einen, zumindest ein Advantage. Also ich würde sagen, Nico, bei dem, was du hattest, gehen wir nochmal 2 runter. Was hattest du? 14. Okay, 14. Oh. Nicht geschafft. Was? Muss der Wind gewesen sein. Ja, so in etwa. Also du denkst halt irgendwas, also ist jetzt der Computer im Eimer oder sowas? Du bemerkst nicht wirklich was. Also du hast immer noch das Gefühl, hier ist irgendwer, der hier nicht sein sollte, aber du hast keine Ahnung, wo der ist. Verdammte Scheiße. Also irgendwas... Komm raus, du Pisskopf. Oh. Ich möchte kurz das anmerken, Nico. Du hast so einen gewissen Nachteil. Ja, ja. Sehr gut. Du kannst. mach mal was. Mach mal kurz einen Taunt-Check. Ja, ja, das wollte ich gerade fragen. Ich wollte taunten, ne? Ach! Du kannst auch mal einen Lifepoint einsetzen. Das geht auch. Wobei das. Hier habe ich 10, ne? 5. Gegen die eigenen Gruppenmitglieder benutzen. Ja, gegen die eigenen Gruppenmitglieder ist eigentlich Blödsinn, aber es ist halt in dem Fall gut. Wie viel haben wir dann insgesamt bei. Du hattest was gewürfelt, eine? Eine 6. Ich bin dabei. Minus 5. Bin ich bei 5 insgesamt. Ja, es würde unter Beleidigen fallen und sowas, stimmt. Das heißt, ja, 5 wäre auch unter deinem passiven Zeug noch. Also, ich würde dir da keinen aktiven Widerstand zugestehen, aber es war halt in dem Fall. Dreckiger Hund. Du kannst dich natürlich auch entscheiden, da trotzdem drauf einzugehen. Ich hab's mir wieder im Lagerraum gemütlich gemacht. Ich dachte, gut, du bist also wieder in den Lagerraum abgehauen. Was? Ja gut, der Mando poliert weiter sein Gewehr? Ja, eigentlich ja nicht, aber... Ach so, warte, was machst du? Ich selber suchen, ne? Ach, du suchst selber. Ja, ich hab nur gesagt, dass ich mein Lasergewehr schnapp und aufstehe. Hast du gesagt, ihr kreuzt durch Schiffs rum. Ah, okay, gut. Dann würde ich sagen, ja gut, ich schau mal, hast du Perception gelernt? Ich glaube auch nicht, oder? Ach nee, doch, hast du. Hab ich, ist das so? Du hast sogar Durchsuchen als Spezialisierung. Dann würfel mal da drauf. Das ist doch Wahrnehmung, okay. Ja. Moment. Also du hast einen Grundwert von 11. 12, ja, nochmal bitte, den. Na, komm. 15 ist ein Bonus von 4, damit 4. Sind wir bei 15. Nico, 14 war der Stealth-Wert. Wie bitte? 15 war dein Stealth-Wert? 16 erwürfelt und du hast minus 2 gesetzt in 14. Nee, das hatte ich für sie. Wegen Sonar. Er hat kein Sonar. Plus 2 gegeben für Sonar und. Nein, genau. Und die ist halt abgezogen, weil es klar. Offensichtlich ist, dass was los ist. Gut, stimmt. In dem Fall. Oh. Während du dich also in den Frachtraum zurückschleichst, biegt da gerade jemand um die Ecke. Also du versuchst dich so hinter ein paar leeren Kisten zu verstecken. Aber da hat dich jemand gesehen. Also in dem Fall, das war auf beiden Seiten, war sehr nah beieinander. Das heißt, es war kein überragender Erfolg. Du bemerkst, dass du bemerkt wurdest. Mhm. Ich möchte einen Geistestrick anwenden. Der Frachtraum ist leer. Du hast nichts gefunden. Darauf okay. Jetzt irgendwie reagieren, oder? Da hast du einen Widerstand gegen. 7 ist minus 3 auf meinen Geist. Ist 11, die BDN ist 10. Kann ich ihn zu Sau machen? In dem Fall ist das was anderes. Da würde ich jetzt sagen, hat er ja trotzdem sein. Also die BDN, dass es überhaupt klappt, ist 10. Aber er hat natürlich seine Willenskraft im Zweifel dagegen. Das heißt, ich muss sein Selbstvertrauen angucken. Und er wird sich da aktiv gegen wehren. Ich habe kein großes Selbstvertrauen. Du bist bei 11, richtig? Ja. Okay. Das heißt, eigentlich müssten wir ihn sogar zuerst, ja, wobei wir würfeln bei dir, ob es klappt. Dann mach du mal kurz hier. Und Selbstvertrauen ist da quasi dein Grundwert, weil du hast keine Willpower gelernt. Der Frachtraum ist leer. Obwohl, nee, warte, das ist in dem Fall Result Table. Das heißt, du willst. Moment, ich schau kurz die Tabelle. Das zählt als Taunt und Trick Result.
da reichen die Result Points nicht aus. Also, Stimmied ja, aber mehr nicht. Hä? Das ist ein Mindtrick. Ja, aber auch da zählen Result Points, wie stark das wirkt. Wenn du jetzt sowas hättest wie ein Setback oder sowas, definitiv, dann hätte es problemlos geklappt. Okay. Aber in dem heißt, Fall, es ist jetzt gerade keine direkte Action-Szene. Ich muss noch mal kurz gucken, was Dimit genau macht. Das war, glaube ich, dass du keine Würfel neu würfeln darfst oder sowas für eine Runde. Ja. Das heißt in dem Fall, also er nimmt kurz die Hand hoch, sagt, der Frachtraum ist leer. Kurz denkst du, ja, irgendwer hat der Rechner so, nee, Moment, der steht doch hier. Ich sehe dich doch. Ich zähl so mit dem Gewehr so in seine Richtung. Jetzt keine hektischen Bewegungen. Wir komm mal hier raus, so, ans Licht, so. Ich komme raus, ans Licht. Du siehst vor dir einen 1,85 Meter plus Hörner großen Chagrianer. Groß, schlank, jung, würdest du sagen. Nicht so jung wie du, aber junger Erwachsener. Mit einer Synth-Lederweste und mit einer Schockstabhülse am Gürtel. Also diese Schockstäbe, das sind so ganz kleine, die sind so dolchgroß. Ist eigentlich mehr so eine Bullenwaffe, also so ein Betäubungsding. Genau. Richtig. Quasi eine Stungun. Ja, und ansonsten halt so Synth-Leder-mäßig gekleidet, also eher so Alltagskleidung, sage ich mal. Aber kein Blaster, kein gar nichts. Also für dich ist der quasi unbewaffnet. Okay. Im Frachtraum versteckt man normalerweise keine Passagiere. Was willst du hier? Weiß unsere Pilotin eigentlich davon? Amena? Ja, du hörst gerade den Rufen. Was ist los? Sag mal, haben wir ein Haustier? Ich gehe skeptisch ins Lagerraum. Haustier? Nee. Ja, du siehst, da steht so ein Typ mit blauer Haut und Hörnern. Ich richte sofort meine Waffe auch auf den. Aha, also doch einer. Wer bist du und was willst du hier? Nun, ich bin von der Musikpolizei und ich muss leider deinen Rechner konfiszieren. Das kann man nicht. Sicker Burn hier. Ich lass die Waffe sinken, alles klar, das ist völlig berechtigt. Die Klappe. Ihr haltet beide die Klappe. Wer bist du? Ich bin Dal. Was? Dal? Das ist mein Name. Also ein Schaf. Bitte? Also ein Schaf. Bist du taub? Was machst du auf meinem Schiff? Erstmal, du wunderst dich, dass die Kleine von ihrem Schiff spricht. Ich wollte nur von Tatooine runter. Und da hättest du nicht einfach anfragen können? Es hätte mich tendenziell was gekostet und naja. Ah, so kostet dich das auch was, mein Freund. Muss noch den Mando oder Ding durchladen? Ja, du hast eine Energiezelle drin. Also da musst du nicht. Du hast quasi, weil so ein Blastergewehr besteht quasi aus zwei Munitionsarten. Das heißt, du hast einmal eine Gaskartusche und eine Energiezelle. Und das war's. Ja gut, egal. Der Mando hebt wieder sein Blaster. Kannst du den fesseln? Bestimmt. Habt ihr ein Seil? Bestimmt. Das wäre meine Frage an Sie jetzt gewesen. Natürlich. Also wir sind hier im Lagerraum. Wir haben hier bestimmt irgendwo ein Seil. Oder Duct Tape. Oder Duct Tape. Das haben wir mit Sicherheit. Wenn es eine Sache gibt, die es auf diesem Schiff unendlich gibt, ist es Duct Tape. Das nennt man Kosteneffizienz, lieber Spielleiter. In allen möglichen Farben. Ich glaube, wir nehmen ein pinkes, um ihn zu fesseln. Genau, nur um ihn zu beleidigen. Und außerdem passt rosa und blau sehr gut zusammen. Ich hole pinkes Duct Tape. Okay. Das würde ich lassen. Sonst was? Hallo? Er schweigt. Schön. Okay, ich gehe auf ihn zu und möchte ihm die Hände fesseln. Ich ziehe mein Lichtschwert.
Also, er greift zu dieser Schockstabhülse und ihr merkt, das ist augenscheinlich kein Schockstab, was da drin ist, sondern es macht einmal. Also, es fällt was raus. Hä? Im nächsten Moment macht und ein grünes Lichtschwert hält der Typ in der Hand. Wow. Bist du ein Jedi? Nein. Woher hast du dann das Schwert? Ein nettes Geschenk. Aha. Kannst du mir das geben? Ich streck die Hand aus. Solange wir auf dem Schiff sind. Wir werfen dich dann, auf wo sind wir auf dem Weg hin? Geonosis. Genau, ich werf dich da raus und dann mach was du willst. Kannst übrigens, ihr habt ja quasi einprogrammiert, wann ihr auch aus dem Hyperraum rauskommt. Es macht einmal wumm, diese hellen Streifen von außen verschwinden. Mhm. Aber plötzlich blinkt so eine rote Warnleuchte. Wenn du das schuld bist, dann jage ich dir eine Kugel durch den Kopf. Sag ich zu dir und zeig meinen Finger auf dich. Dem Dings. Ich habe auf jeden Fall einen besseren Vorschlag für euch. Ich brauche Transport und Geld. Ihr braucht Sprit und Geld. Ich denke, wir werden uns einig. Wo kommt das Geld her? Jetzt mal so als Spielleiter. Ja, wir werden uns schon einig. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, es blinkt halt so eine rote Warnleuchte. Ich gehe zurück zum Cockpit, heißt das so, ja. Ja. Und gucken so. Ja, also es ist ziemlich eindeutig. Der Treibstoff reicht wirklich so. Also es ist eine Warnung von wegen Treibstoffknappheit. Du siehst Geonosis schon vor dir. Es dahin zu schaffen wird nicht einfach. Und dann da zu landen wird erst recht nicht einfach. Und dafür würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in eine sehr interessante kleine andere Art von Sequenz. Und zwar folgendes. Ihr seht auf diesen Karten ja auch diese Buchstaben in der Mitte. Zu Karten? Mhm. So. B, C und A. Ich decke jetzt wieder solche auf. Und ihr müsst quasi A, B, C, D zusammenkriegen. Das heißt, wir beginnen jetzt hier. Das Ding hat ABC, kann also als eine A-Karte verwendet werden. Idea. Das spielt keine große Rolle. Gäbe es noch Game Master-Charaktere, die in der Nähe wären, dann wäre es jetzt quasi so, dass die zuerst dran wären. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ihr habt quasi eine gewisse Anzahl an Card-Flips, die ich euch erlaube, um das zu sammeln. Jetzt bei ABC, das heißt, du kannst versuchen, A zu bekommen. Und in dem Fall würde ich sagen, du musst auf jeden Fall den Kurs optimieren. Du merkst, so wie er da gerade hinfliegt. Eher backsteinmäßig. Ja, also du musst das irgendwie gerade hinkriegen und versuchen, direkter den Planeten anzusteuern. Ja, schön. Das heißt, mach mal kurz Piloting Spaceship. Moment, wo haben wir das denn? Fahrzeuge steuern, da ja, hast. Zwei, insgesamt 12. Ja, ich würde sagen, in dem Fall hat das eine Schwierigkeit. Erstmal, was macht der Rest überhaupt? Ich habe weiter so einen Typen da vor meinem Blaster. Okay, also du hältst weiter. Laserschwert. Ihr seid gerade so im Mexican Standoff, okay. Nö. Als ich merke, okay, es ist Handlung gefragt, stecke ich mein Lichtschwert ein, gehe zum Schiffscomputer und gebe Berichte raus. Okay, also du machst was, das ist eine gute Sache. Ich hänge mit dem Blaster um und halte mich irgendwo an der Nähe der Ladeklappe fest. Übrigens, eine Sache. Du kennst meine Flugkünste schon. Gut, du darfst jetzt dein Piloting würfeln. Du hältst dich am Computer bereit, also du hast dich in Position begeben, das ist gut. 14, das heißt plus 3, dann sind wir bei, was hatte ich gesagt, dann sind wir bei 15. Ja, was das angeht, merkst, Kurs ist optimiert. Merkst, damit wird's besser klappen. Mhm. Gut. Jetzt eine Sache. Wir befinden uns, wie gesagt, in dieser besonderen Szene. Jetzt ist es so, ihr dürft keine Karten einfach so von der Hand spielen. Aber sobald ihr etwas gemacht habt, sobald ihr eine Handlung durchgeführt habt, und wenn es nur Vorbereitung auf irgendwas ist, und in dem Fall würde ich sagen, dass ich Dahl an den Computer gesetzt hat, auch wenn er selber noch nichts direkt gemacht hat, er bereitet sich darauf vor, zu helfen, darf man eine Karte von der Hand in den Pool legen.
Karten im Pool sind die, die man dann in solchen Szenen jederzeit verwenden kann. Am Ende von so einer Szene darf man die wieder aufnehmen, also werden die wieder aufgenommen. Ja, und ansonsten, ich meine. Ja? Ja, du darfst jetzt überlegen, möchtest du eine von denen in den Pool legen? Ja, klar, ich habe ja eine B- und C-Karte. Nee, darum geht's nicht. Es geht um die Sachen, die oben stehen. Die auf der Hand. Ach so. Und im Pool, da zählt nur die obere Eigenschaft. B und C, das sind Sachen, die müssen auf die nächsten Karten kommen. Das, ich habe einfach nichts Sinnvolles. Supporter ist immer gut. Supporter? Ja, aber, ja, gut. Du verlierst die nicht, wenn du sie in den Pool legst. Keine Sorge. Oh, gut, ich leg's einfach mal. Ja, leg sie mal besser so vor dich, dass man wirklich sieht, sie gehört zu dir. Mhm. Wieder ein Name an der Tür. Und du hast auch einen Supporter hingelegt, okay. Das kann jetzt nämlich eine sehr wichtige Sache werden. Ich hab Nero, ich hab Present. Und ja, du hast bisher nichts, also du hast bisher nur gesagt, okay, ich bereite mich darauf vor, dass es ruckelig wird, aber du machst nichts, um anderen zu helfen oder dir zu helfen gerade. Du darfst noch keine Karte reinlegen. Ich wüsste auch nicht wie, so als Nicht-Pilot und Nicht-Machtnutzer. So. Und jetzt, Lina, übrigens eine Sache. Du siehst hier unten, es gibt immer Actions, die unten auf der Karte stehen, bei der Initiative-Karte gerade. Ja. Da in dem Fall Attack Maneuver. Ja. Im weitesten Sinne zählt das, was du gerade machst mit diesem Pilotenkram, also diese Aktion, die du durchgeführt hast, als Maneuvering. Ja. Das heißt, du darfst eine Karte ziehen. Hier raus jetzt. Auf deine Hand, genau. Auf deine Hand, nicht in den Pool. Oh, ja, nett. Oh, nett. Noch mehr Drama. Na, Action, nicht Drama. Action. Du siehst andere Karten bei mir. Ich sehe bei dir hier zwei Opportunity Cards. Also du kannst, ich sehe halt, was ihr alle wirklich auf der Hand habt, aber ihr müsst das halt euch auch nicht sagen. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die heißt Betray. Und das heißt, du kriegst, die darfst du komplett außerhalb der Reihe und auch aus deiner Hand spielen. Und das heißt, du kriegst +6 auf eine Aktion, also auf den Result-Wert, für eine Aktion, mit der du deine Gruppe verrätst. Das ist eine Karte, die will man meistens nicht behalten. Ja. Jedenfalls. Gut, wir kommen zum nächsten Teil. Du siehst nämlich jetzt so ein Problem. Oh, dieser Satellit, der da euren Weg kreuzt. Schauen wir erstmal, wir haben jetzt hier ABC, okay, ihr könnt eine B-Sache bekommen. B. Ja. Das heißt, in dem Fall, obwohl, nee, warte. Ich würde sagen, bevor dieser Sache mit dem Satellit klar wird, du sitzt gerade am Computer, richtig? Mhm. Dann würde ich sagen, Sensors hast du nicht, oder? Nee. Dann ist das ein Intelligence-Wurf. Okay. Ups. Und ich würde sagen, in dem Fall, da jetzt gerade der Kurs geändert wurde und das jetzt alles halbwegs schnell gehen muss, also, ich würde sagen, eine 12 musst du schon schaffen, weil du bist das Ding nicht gewohnt und sowas. Dann. Nee, hat nicht geklappt. Nö. Okay, dann kommen wir zu Karte Nummer 3. Critical Problem. Und gut. Und das ist jetzt interessant. Das heißt, wenn ich mich recht erinnere, Moment, ich suche, dass ich es auch richtig raussuche. Critical Problem. When a critical problem comes up on the action stack, the character must make a skill roll for the next step in the sequence, needs to perform to complete the task. If the character makes the difficulty, then he has accomplished that part of the task, blah blah. However, if he fails, not only does he not get the next letter, he must use a whole new skill to attack the problem. Ah ja. Also mach es mal kurz. Nochmal, also du hast die gleiche Schwierigkeit. Da, wenn du es schaffst, kriegst du das B. Mhm. Tja, das ist eine 12 und damit bin ich bei insgesamt 12. Okay. Du merkst, scheiße, da ist ein Satellit, der so richtig gerade nah bei euch dran ist, und zwar ein relativ großer. Du kannst warnen.
Satellit in Tentakelreichweite. Du meinst in so einer Reichweite? Ich reagiere da drauf. Ja, also gut. In dem Fall, du weichst halt aus. Das ist nicht das mach trotzdem mal Piloting Spaceship. Aber das wird nicht sonderlich schwierig. Das wird aber nicht gut. Oh doch. Ah, habe ich geschafft. Ja, in dem Fall, was hast du für eine Sache erreicht? 12. Was habe ich gewürfelt? Eine 16. Eine 13. Oh, okay. Eine 13. Dann bin ich bei 14. Ja, 14 ist kein Thema. Also du reißt das Steuer herum, machst so eine Art Fassrolle an dem Ding vorbei, hast kurz das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen geschrammt hat, aber es ist zum Glück nichts passiert. Also reparieren ist nicht das Thema. Ja, gut. Das war jetzt Karte 4. Aber das hat euch jetzt halt nicht das C gebracht. Ihr kommt jetzt dem Boden, also ihr steuert den Planeten an. Possible Setback. Was sagt denn jetzt? Nicht schön. Failing the skill during this round causes the character to step back one level. If the character had finished step B and was attempting C, bla bla. Also ihr seid jetzt gerade dabei, Step C zu schaffen. Und das Problem ist, ihr befindet euch jetzt gerade direkt im Anflug auf den Planeten. Natürlich nicht unbedingt eine direkte Gegend, aber... Kannst du meine Karten von der Hand spielen? Von der Hand nicht. Aber gerade eben hättest du eine in den Pool legen können. Ja, ich weiß nicht, kann ich auch, wenn ich jetzt sage, hier die, und ich sage, hier da unten, die Action ist ja Manöver. Nee, das ist was anderes, das spielt keine Rolle. Für dich spielt immer so, für Karten in der Hand und im Pool spielt nur der graue Teil eine Rolle. Aber ich empfehle dir trotzdem, Rally reinzulegen. Weil das eine sehr nützliche Karte ist. Ja. Also jetzt ist es so, der Boden kommt jetzt relativ schnell näher. Man sollte die Geschwindigkeit langsam ein bisschen reduzieren. Ich muss die ganze Zeit, ich habe nur noch einen Bildschirm, das ist echt ätzend. 10 ist eine 0, das heißt bei dir der Grundwert. Ich habe eine 12, so. Hat das Ding bremst? Ja, das Problem ist, du willst jetzt gerade mit so gut wie keinem Treibstoff versuchen zu bremsen. Im halbfreien Fall. Deswegen die Frage, hat das Ding Bremsklappen? Das heißt, in dem Fall gerade, du versuchst. Ich hab doch noch Treibstoff. Ich hab noch Treibstoff. Das heißt, der da ist, den kann ich auch gebrauchen. Ich möchte das gerne supporten. Ach, was machst du denn? Ich benutze die Macht, um das Schiff mitzubremsen. Die feige the laws of the physics. Das ist jetzt aber sehr gewagt. Kannst du nicht eher sowas sagen, wie du benutzt die Schiffstechnik, um ein bisschen Energie umzuleiten oder sowas? Die bremst uns ja nicht. Das andere wäre was deinlicher, Nico. Nein, ich werde versuchen, Energie. Auch so Fronttriebwerke und sowas umzuleiten. Oh, wer braucht schon Licht? Wer braucht schon Musik, die noch läuft die ganze Zeit? Genau, richtig. Endlich hört Avril Lavigne aufzuspielen. Warum kann ich denn die Karte nicht bewegen? Ich kann. Disconnected. Nico? Ah. Ja. Die Session Page with Crazy Eddie 90. Warum denn wieder? Ich muss wieder rein. Jetzt bin ich auch disconnected. Das ist ja kacke. Vor allem, weil jetzt die Karten weg sind. Eigentlich notiert man halt auch zwischen Sessions, wer welche Karten hatte. Ich hab hier ein Autosave. Du hast ein Autosave, okay, dann starte den Autosave mal. Der Autosave sieht gut aus. Okay, ich kann rein. Ach nee. Aber immer mit dieser wunderschönen Fahrstuhlmucke dann, wenn man hier reinkommt. Den Rally wieder in den Pool legen, aber ansonsten sind wir, glaube ich. Dir ist schon klar, dass du die Musik ausmachen kannst, ja?
Ready ist wieder am Pool. Nico, ich muss wieder schwarz werden. Immer noch meine Frage. Hat das Ding Bremsklappen? Ja, jetzt im Wesentlichen hat das so ein paar Fronttriebwerke für sowas. Mhm. Also es gibt nochmal plus 3. Ja, das heißt, das kommt falscher Stapel, Nico, dahin. Das heißt, in dem Fall, yep, klappt, ihr habt das C. Der Boden kommt in greifbare Nähe. Jetzt muss man nur noch das Ding halbwegs vernünftig aufsetzen. Und das ist jetzt auch die letzte Runde. Wenn das nicht klappt, tut's weh. Das heißt, jetzt muss D kommen oder nicht? Da ist kein D. Aber gab es da nicht... Klatsch. Das Problem ist, es ist... Dom hatte nichts, was er machen konnte. Das heißt, Seize Initiative ist auf der Hand und nicht im Pool. Das heißt, in dem Fall, ich kann euch nicht erlauben, irgendwie groß was zu machen. Es rumpelt gewaltig. Und schön ist doch, dass auf Geonosis größtenteils Sand ist. Also ich sag mal so, das Schiff, so schnell startet ihr hier nicht mehr mit. Außer das ordentlich zu reparieren. Die Karten, die ihr im Pool hattet, dürft ihr wieder auf die Hand nehmen. Also. Ja. Ging doch, war doch weich wie Butter. Piep, 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 piep. Kritischer Schaden. Ah, das ist nicht das geringste Problem. Das ist das geringste Problem. Wir haben Duct Tape. Ich würde gerade sagen, passiert alle 2 Tage. Krieg ich hin. Stunden, nee. So, du, Kollege, wie auch immer du noch heißt, wir sind auf Geonosis. Ich habe Auftrag. Ich mach das unter euch aus. Ich hatte gehofft, dass ihr mit euren Mitlebewesen andersrum. Ich hatte gehofft, dass ihr mit euren Schiffen besser umgeht als mit euren Mitlebewesen. Ich möchte gerne, kurz sagen, aber, auch gerade ihr seid halt alle ordentlich durchgeschüttelt worden. Ich würde ihr habt nicht jeder eine Wunde, das wäre ein bisschen krass. Wobei, machen wir es so. Ich würde sagen, jeder von euch macht mal einen. Habt ihr entsprechend. Ich glaube, Akrobatik hat keiner von euch, oder? Das wäre normalerweise, um Fallschaden zu verringern. Nö. Dann würde ich sagen, jeder von euch macht mal kurz einen Beweglichkeitscheck. Schwierigkeit 10. Was? Obwohl. Weil in dem Fall, wie ihr quasi da aufprallt. Manchmal hasse ich dich, weißt du? Ausgerechnet auf den Wert, der am niedrigsten bei mir ist. Ja, ihr dürft ja auch Lifepoints mal einsetzen. Ich möchte aber nicht Lifepoint einsetzen für sowas. Was ist denn das jetzt hier? Eine 1? Wie ist das? Der steht doch auf der Kippe. Also ich muss 10 erreichen. Also ihr müsst insgesamt den Wert 10 erreichen. Beim Check. Er will mich verarschen. Der steht auf der Kippe. Das Ding zeigt 1. Du darfst natürlich neu würfeln. Also du darfst sagen, du möchtest einen Lifepoint einsetzen und noch was draufhauen, damit du keine Wunde kriegst. Ja, meine Güte, mach mal Lifepoint. Warte mal, habe ich nicht irgendwas hier, was ich hier nutzen kann? Ja, jetzt sind wir nicht mehr in Action-Runden. Ja, alles gut. Die 10 darfst du noch mal, weil du den Lifepoint benutzt hast. Ja, auf jeden Fall, er ist drüber. Er hat kein Thema, kein Problem. Bendak, ist nichts passiert. Also muss ich jetzt mit beiden Würfeln neu würfeln oder nur. Was mit hast einem? Du genau gemacht? Ein Lifepoint einsetzen. Aber du hast ja jetzt eine 11 gewürfelt, oder? Ja, du hast eine 11 gewürfelt. Genau, ich habe eine 8. Du hast eine Beweglichkeit von 8. Ah, stimmt, dann wärst du einen drunter. Ich bin 9, bin ich einen drunter, deswegen. Ja, okay, in dem Fall einen einsetzen. Dann würfelst du einfach neu und addierst. Addieren? Also du hast hier die 11 und addierst dann den nächsten Wurf drauf. Ich bin sofort wieder da. Alter. Okay, ich sag mal bei dir, die anderen, also zumindest Bendak wird ein bisschen durchgeschüttelt und sowas, du würfelst ja das jetzt auch nochmal. Das heißt, du bist jetzt gerade bei 31. Da sind wir jetzt bei 41. 41 wäre ein Bonus von 14. 14, das heißt, du wärst beinahe Beweglichkeit von 8. Bei insgesamt 22. 22 sind 12 Result Points. Ja. Das ist ein Superior Victory oder so. Oder Superior Success. Das heißt in dem Fall, du. Für dich ist. War doch. Ich sag doch. Astreine Lande. Wie sieht's eigentlich bei unserem Nicht-Jedi aus?
Ich habe eine Wirklichkeit von 11, ich habe eine 9 gewürfelt, also bin ich bei 11. Okay. Das heißt für dich so, du musstest dich ein bisschen neu justieren und alles, aber es hat geklappt, du bist, hast es gut überstanden. Beim Mando war es halt kurz so, der Helm hat ein bisschen geschützt, als die Türkante gegen den Helm geknallt ist, aber ansonsten, alle sind bei voller Gesundheit. Also ja, ich habe doch gesagt, ich bin die beste Pilotin der ganzen Milchstraße. Es gibt hier keine Milchstraße. Die Milchstraße ist eine andere Galaxie, die ihr nicht kennt. Ich bin die beste Pilotin der Galaxis. Sag doch einfach der Galaxis. Nein, der Nicht-Milchstraße. So, jetzt. Der Galaxis wäre überzogen. Die Milchstraße ist eine Galaxis, eine Galaxie. Vielleicht hätte das Alter später kommen sollen, indem du aufhörst, Milch zu trinken. Ich trinke schon lange keine Milch mehr, das stimmt. Liegt nicht an mir. Nicht an der Milch, klar. Natürlich nicht. Ne? Ich wurde gezwungen. So, ihr habt einen Auftrag hier. Also ich möchte kurz sagen, das Schiff hat auch so ein bisschen Schieflage. Können wir das erstmal aufstellen? Das Schiff? Ja. Wie? Mit den Händen. Dieses Ding wiegt Tonnen. Okay. Lass uns doch erstmal rausgehen und uns den Schaden anschauen. Okay, ich gehe raus und schaue mir den Schaden an. Also, du denkst, oh, das wird teuer. Das ist ein Totalschaden. Also, das Ding wieder zu reparieren, du brauchst einerseits Materialien, du brauchst richtig, also, da wirst du Zeit für brauchen, definitiv. Ja, hab deinen Urlaub hier gebucht? Immerhin das Werkzeug hast du, aber du weißt, du brauchst Metallplatten wahrscheinlich dafür. Das Ducktape alleine reicht ausnahmsweise mal nicht. Kaugummi. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch Kaugummis. Also du schätzt, du kriegst es irgendwie wieder hin, aber du wirst Hilfe brauchen. Und ich sag mal so, ADAC-Pannendienst haben die hier nicht. Ja, kriegen wir das Ding jetzt aus der Wüste, Jungs. Ist doch ein netter Landeplatz. Ihr habt auch so eine sehr schöne Schneise hinterlassen. Ich guck mich um und sehe, ob in der Nähe und guck, ob irgendwo was in der Nähe irgendwas ist, ob wir wirklich mitten in der Wüste sind. Also gut, was hast du noch mal für eine Wahrnehmung? War nur Intelligenz, oder? Ja. Oh ja, also, das ist viel. Schön. Du schaust dich um und siehst so in plus also zwei Sonar. Das gilt nicht fürs Sehen. Aber für alles andere. Nee, das gilt, wenn sich irgendwas in deiner Nähe bewegt oder versteckt. Ach so, okay. Du siehst so in weiter Entfernung, scheint da irgendwo eine Siedlung zu sein. Weit, weit weg. Also ganz am Horizont. Ah, wir haben das Premium-Paket gebucht. Ich gehe wieder aufs Schiff und hole Wasservorräte. Ja. Was bleibt uns übrig? Mando tritt an die Laderampe mit seiner Ausrüstung. Ja. Gut. Wie genau ist deine Ausrüstung? Also hast du jede deiner Waffen dabei? Weil du hast einen Granatenwerfer und ein Blastergewehr und ein Vibroschwert. Also, das Problem an der gesamten Sache ist, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Deiner? Nein, den Dude, den ich da jagen muss. Das war ein ziemlich muskulöser Vogel. Also der trug auch eine Panzerung und alles. Ach ja, und du hast ein Scharfschützengewehr. Da kommen wir jetzt zu. Also ich habe meine normale gepaddete Panzerung an. Mit dem T-Visor. Ich habe keine Lust, mich mit dem in einem Zweikampf in der Arena zu messen. Mit wahrscheinlich sehr wütenden Geonosianern. Kannst du Geld verdienen. Ja, aber Tom, jetzt mal ganz ehrlich, so mit euch als Spielleitern und mit mir in meinem Würfelglück bin ich tot in der dritten Runde. Was bist du denn für ein Mando? Ich sag nur, ne? Jetzt ein Mandarinchen. Ja. Mandarinianer. Logischer wäre es gewesen, wenn ich mich mit meinem Scharfschützengewehr auf die Arena stelle und dem Typen irgendwo eine Kugel im Kopf jage. So.
als mich da mit irgendwelchen Hinterwäldlern zu prügeln. Erstmal müsst ihr ja sowieso die Arena finden. Ja, aber ich muss. Klar, aber ich muss doch erstmal. Ich kann ja nicht, wie du sagst, mit meinem Blastergewehr, mit meinem Wurfmesser, mit dem Vibroschwert, mit dem Scharfschützengewehr und dem Granatenwerfer durch die Gegend klatschen. Ja, das ist ein bisschen viel Beladung, also. Also muss ich mich entscheiden. Gehe ich jetzt mandalorianisch unter und versuche, in die Arena mich hochzuarbeiten? Warte. Ich würde vorschlagen, also das Vibroschwert und die Wurfmesser kannst du ja am Körper tragen. Das ist ja. Ist ja easy. Also eigentlich würde ich sagen, Vibroschwert, Wurfmesser und Blastergewehr. Dein Scharfschützengewehr kannst du im Zweifel auch in dem Köfferchen tragen. Ja, oder man nimmt es in die Hände. Also sowas kannst du halt so ein bisschen. Also ein Scharfschützengewehr ist natürlich sehr lang. Das hätte ich ein DC-17, wäre das gar nicht so schwierig. Aber das ist noch ein paar tausend Jahre weg. Also ein Scharfschützengewehr kannst du halt auseinanderschrauben und im Koffer packen. Ja, dann trägst du es halt im Koffer, ja. Aber ich sag mal so, du musst dich zumindest für ein paar der. Also Vibro-Schwert und Wurfmesser kein Thema. Aber dazu würde ich halt sagen, maximal noch. Also eine der Waffen musst du auf jeden Fall da lassen. Den Granatwerfer, das ist ein Riesending. Okay. Darf ich beide meine Waffen mitnehmen? Die Minigun musst du sowieso schleppen. Das Gewehr kannst du am Gürtel oder auf dem Rücken festmachen. Geil, dann nehme ich beide Waffen mit. Das Ding ist halt nur so ein ordentlicher Oschi. Ja. Radadadadadada. Ja, genau das. Ist halt so ein fetter Repetierblaster. Gut, wer relativ wenig Gepäck hat. Von allen Schiffen in dieser Galaxis. Warum muss ich das mit den zwei gemeingefährlichen Packeseln erwischen? Ja. Hättest du einfach mal gefragt, anstatt dich in irgendwelche fremden Schiffe zu schleichen? Ich wollte gerade sagen, scheinbar hatte er kein Geld. Aber das kriegen wir schon hin. Ein Handelsschiff wäre einfacher gewesen. Ach nee, wir sind ja im Outer Rim. Haha. Tja, jetzt musst du mit uns Vorlieb nehmen. Mach dich wenigstens dabei nützlich. Ich werf dir freundlicherweise auch ein bisschen Wasser zu. Also in den Behälter. Okay, ich dachte nur, Wasser wäre etwas. Ja. Hier, fang, Flatsch. Ja, genau so. Betröppelter Pudel. Gut, wo gehen wir? Oh, danke, Haut saugt Wasser auf. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ein amphibisches Viech. Das heißt, wahrscheinlich müsstest du über die Haut tatsächlich trinken können. Hm. Jetzt nicht sehr effektiv, aber ein bisschen. Ja. Oh, das heißt, das wird für dich ja auch noch richtig schöne Qual. Also ich sag mal so, er ist ein Salzwasser-Amphibium. Das heißt, er ist zumindest gewohnt, dass das Wasser in seiner Umgebung ihm sogar eher Flüssigkeit entzieht. Ich bin sehr gewöhnt, Wasser in meinem Körper zu speichern. Vielleicht noch besser als ihr. Salzwasserfische, oh scheiße, Süßwasser, wir sterben. Süßwasserfische, Salzwasser, wir sterben. Lachs, geil, Wasser. Okay. Ja. Ist ein bisschen wie ein Löwenzahn bei den Pflanzen. Genau. Geil, Beton! Genau das. Geil, eine Gehwegspalte mit zwei Staubkörnern drin, das reicht. Das klingt irgendwie nicht mehr nach Wachsen. Oh Mann, Tom! Nico, warum musst du sowas da rein? Warum musst du sowas da rein interpretieren? Ah! Oh nein! Das stelle ich mir sehr so mit unterschiedlichen Das Geile ist, dadurch, dass der Discord so scheiße ist, kriege ich hier nur die Hälfte mit und ich höre nur. Das Geile ist eigentlich, zuerst Nina so, oh mein Gott, dann Tom, oh mein Gott, Tom, Latenz, 900, 700, 600. Ich bin halt ein alter Mann, kann ich doch nichts zu. Also. Ich finde die Wegspalte super. Wollen wir dann? Ja. Ja, also ihr seid mitten in so einer Felswüste. Felswüste, keine Sandwüste? Nein, Fels. Nee, Geonosis besteht vor allem aus Felsen und Sand, also. Und sehr merkwürdigen, turmartigen Bauten, wo diese Geonosianer drin hausen. Kein Wunder, dass mein Raumschiff hier kaputt geht. Das sind so lustige, aufrechtgehende Käfer. Ziemlich groß.
Ich würde gern ein bisschen um mich herum spüren. Also, ob du Lebewesen oder sowas mit der Macht spüren kannst. Genau. Da muss ich mal kurz gucken, wie ist das normalerweise bei dir geregelt? Mach das mal, ich hol mir mal ein Eis. Machtgespür. Ja, das ist ja eher generell Macht und sowas. Machtgespürbonus, ja, BDN 6 sogar nur. Puh, gut, dann mach mal. Ich habe gerade Würfel auf meinem Schreibtisch gesucht. Bin lustig. Ist mir auch schon passiert. Na, sieh mal einer an. Willst du mich verarschen? 38. 44 ist ein Bonus 40. Von 14. 27. Ich habe einen Strain von 5. Ja, mache ich mal, ne? Ja. Also, in dem Fall, du spürst so ziemlich. Ja, du spürst so während dem Weg, den ihr da auf euch nehmt. Wohlgemerkt, irgendwann, also ihr wisst, ihr schafft nicht innerhalb des Tages es bis dahin. Irgendwann wird's Nacht. Und es ist zumindest so, du spürst auf dem Weg, dass sich, also du merkst, unter diesem Stein ziehen sich teilweise Tunnel. Und da, also zumindest wirkt es so, weil sich da bewegen sich teilweise große Sachen drin. Also so knapp menschengroße Sachen. Teilweise größer. Mhm. Oh. Der Untergrund hier ist mit Tunneln durchzogen. Mit was für Tunneln? Mein erster Gedanke waren Würmer, die sich durch den Fels fressen. Ein menschengroße Würmer. Würmer würdest du nicht sagen, das waren eher irgendwelche krabbelnden Viecher. Ein zweiter Gedanke ist Krabbeltiere in Höhlen. Warte, woher weißt du das? Nur so eine Ahnung. Aha. Ich kenne Leute wie dich. Du kennst niemanden wie mich. Ich bin dich, das reicht. Ich kenne dich, das reicht, genau. Okay, Spielleiterfrage, wird es auf dieser Wüstenplaneten, wird es da nachts so kalt wie in der echten Wüste? Also es wird ziemlich frisch da, ja. Dann habe ich mir natürlich, so, was denn? Survival hat keiner von euch. Wieso ist das so. Da? Was macht das da? Du machst Pfeile. Ja, aber warum ist meine Mauscursor jetzt ein Lineal? Hast Why? Du zufällig Line gewählt oder sowas? Keine Ahnung, ich habe jetzt oben jetzt die Hand genommen. Das ist, Grab ist auch das Richtige. Genau. Also. Also wir wissen das nicht. Ihr wisst das nicht, das stimmt. Okay. Ich denke, also bin ich. Vielleicht. Weiß man noch nicht. Verdammte, ja, jedenfalls. Scheiß Wüsten immer. Wieso immer? Wir sind immer in Wüsten. Ihr wart im Eis letztes Mal. Das ist ganz so schlimm. Warum kriegen wir eigentlich nicht mal wunderschöne grüne Grasflächen? Ja, Eiswüste ist auch eine Wüste. Jedenfalls. Ich muss mich die ganze Zeit rumschlagen, weißt du? Jeden Tag ein, Tag aus. Das gleiche Gemecker. Nichts kann man hier recht machen. Murmel, murmel, murmel. Du so nicht. Der inkompetenteste Mandalorianer, den es gibt. Ach ja, wie viele kennst du denn? Dich und das reicht. Nee, ich kenne wahrscheinlich noch mehr, aber. Weißt du, als wir da mit dem Dings unterwegs waren, hast du nur Mist gebaut. Keine Ahnung, erinnere mich nicht mehr dran, habe ich wohl wahrscheinlich versoffen oder so. Aber nicht mit mir. Hat die 14-Jährige sich gerade beschwert, dass er mit ihr keinen Alkohol getrunken hat? Ja. Denkt ihr, es macht Sinn, die Nacht durchzulaufen? Keine Ahnung. Brauchst du Schlaf? Ich habe das geringste Problem damit. Er ist der coolste hier. Ja, ich möchte natürlich irgendwann schlafen. Sollten wir uns eine windgeschützte Höhle suchen oder sowas? Also gerade als du sowas sagst,
Brechen war ein toll. Na, du siehst zumindest, da ist. Das ist eine Höhle. Ja, du siehst zumindest da ein Stein auf dem Weg, auf eurem Weg. So ein relativ großer Brocken. Liegt so halb über einer Öffnung im Boden. Ich mach die zwar darauf aufmerksam, sag dann aber auch direkt, das gefällt mir nicht. Aber wir haben keine andere Wahl, glaube ich. Ich würde mal reinspüren. Was sagen? Wir haben doch hier einer, der irgendwelche. Gleichzeitig würde mal reinspüren und das Erste, was passiert, ist, ist eine Meldung von Windows, Viren und Bedrohungsschutz. Du gehst mit deinem Schnupperradar auf Schnupperkurs. Da, soll ich? Darf ich? Ich möchte kurz sagen, Nico, du hast jetzt nicht Machtsicht, oder? Doch, habe ich auch. Ja gut, damit könntest du durch Wände und so weit gucken. Das ist dann halt auch wieder so die Sache. Und in Dunkelheit. Ich schau mal kurz, wie haben wir Machtgespür noch mal definiert, was du damit kannst? Macht und Dingen und anderen. Ja gut, hier sind halt keine direkten Machtanwender. Das heißt, wenn du nicht noch mal so einen ganz krassen Wurf machst, würde ich dir mit Machtgespür nicht so viel zugestehen. Ich würde ja mit Machtsicht mal reinschauen in das Ganze. Okay. Meh. Strain nicht vergessen. Ja. Strain ist okay. Was hast du auf dem. Also hast du Machtsicht nicht geschafft? Nee. Also ihr seht, der konzentriert sich, starrt auf den Boden. Und dann drehe ich mich zu euch und sag, ich kann nicht sehen. Das erzeugt Fragezeichen über den Kopf des Mandalorianers. Das heißt? Bist du blind? Ich weiß nicht, was da drin ist. Okay. Aber du siehst uns noch, ne? Ich wink so. Ja, ihr habt euch leider nicht verändert. Ich rolle mit den Augen, dass man leider nicht sieht durch den Helm, aber... okay. Irgendwas damit sagen? Hab ich an diesem, also normalerweise kenne ich ja so ein Universum, Star Wars, an einem Blastergewehr ist mindestens irgendwo eine Taschenlampe. Ich will ihn anpöbeln. Nein. Also meinetwegen kannst du eine Taschenlampe haben. Okay, ich möchte diese anmachen. Irgendwas sagen. Nein. Hm? Findest du mich hässlich? Gut, ich finde dich nämlich auch hässlich. Du bist einfach ein bisschen zu jung für mich. Du bist zu alt für mich, Junge. Ich hab einen Typen, da kannst du nur von träumen. Ich träume nicht. Ja, ist mein Freund. Ich träume nicht von Typen. Ich schaue sie an, schaue ihn an, deute ihm den Finger auf mich und geh weiter. Wollen wir in dieses Loch da rein? Ich möchte das mal reingucken. Okay. Bleib hier sitzen, ich setz mich auf den Boden. Ich überlege einen kurzen Moment, sie voranzuschicken, aber also, dann... Ich möchte kurz sagen, ihr merkt halt so deutlich auch, als die Sonne untergeht, also die Sonne so gerade am Horizont verschwindet, es wird schon sehr schnell merklich kälter. Ist das so? Ich werde mich mal umsehen. Ich ziehe mein Lichtschwert und schlüpfe in das Loch. Ich vermisse meinen Wookie. Also du merkst, da muss man so vielleicht 2,5 Meter runter, bevor das halt... bevor halt wieder ein bisschen Boden da ist und dann tiefer reingeht. Also du gehst da einfach jetzt erstmal rein. Okay, was macht der Rest? Ich würde drin nochmal mit der Machtsicht probieren. Damit du im Dunkeln sehen kannst? Gut, dann schmeißt die Machtsicht an. 9, das ist 0, damit habe ich es geschafft. 13 von 12 quasi. Dann kurz noch den Strain. Hier, ich -7 auf einen 16er Machtwiderstand wären also 9, dann hätte ich einen Result Point. Ja gut, den nehme ich, den einen Schockpunkt. Ein Result Point ist das, ich dachte 0 Result Points wären Schockpunkt. Schau gern mal rein. Sorry. Moment, Reference Sheets. Ein Result Point. SO1, okay, ja gut, die O-Kondition verlierst du ja sofort wieder. Ja.
Gut. Also du merkst, diese ganzen Machtanwendungen, das wird langsam so ein bisschen anstrengend. Aber ja, du kannst jetzt im Dunkeln sehen. Ihr da oben, ihr fangt langsam wirklich an zu frieren. Ich leuchte mit meiner Taschenlampe rein. Ja, du siehst, er geht da mit seinem Lichtschwert rein und verschwindet in den Schatten. Okay, ich höre nach einigen Minuten immer noch kein Kampfgeschrei. Das habe ich nicht gesagt. Einige Minuten sind noch nicht vergangen. Was? Tom. Okay. Ich höre nichts. Ich folge ihm. Ja, jetzt haben wir oben eine schmollende Togruta, die in der Kälte sitzt. Ich vermisse meinen Wookie. Ich weiß nicht, höre ich irgendwas? Du hörst halt ein paar Schritte, aber das entfernt sich halt sehr schnell unter den Boden. Das heißt, du hörst sehr schnell nichts mehr. Bin sicher, für den Wookie wäre diese Situation jetzt gerade komisch. Ich werde nach einer kurzen Zeit allerdings doch ein bisschen nervös und folge den beiden dann. Okay, also ihr seid mit einem gewissen Abstand dann da rein. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir es mal so. Wir befinden uns jetzt wieder in Runden. Das heißt, es gibt auch andere Charaktere. Okay, das fängt für mich ja schon mal geil an. Also ihr habt die Initiative, es gibt halt auch andere Sachen, die da sind. Breaks, das wird interessant. Jedenfalls, die Werte Togruta darf mal kurz wieder eine Wahrnehmung machen. Also du kriegst wieder die 2 Erleichterung für dein Sonar. Bin ich bei 12, ne? Mhm. Was hab ich gewürfelt? 15. Dann bin ich bei 16 insgesamt. Okay, dann bemerkst du ziemlich schnell etwas. Also Intelligenz, du hörst das, ne? Ja. Ja, 16. Du hörst auf jeden Fall die Schritte der anderen beiden. Der Mando scheint auch zum Jedi aufgeschlossen zu haben. Du weißt, in welche Richtung die sind. Du siehst aber die ganze Zeit so. Also, du siehst nicht viel in der Dunkelheit. Aber du hast so ein geringfügiges Wahrnehmen in der Dunkelheit über dein Sonar. Du merkst, es gibt hier auch immer wieder so kleine Seitengänge, durch die Menschen aber vielleicht nicht unbedingt immer durchpassen würden. Manche sind aber auch so groß, dass da sogar 2 Menschen nebeneinander durchpassen würden. Und ja, die beiden bewegen sich jetzt gerade vor dir. Du bemerkst aber unter anderem auch, da ist was hinter dir. Und es, geh mich um. Also es klackert. Ich schieße. Also erstmal würde ich sagen, noch bei den anderen beiden, die vorne laufen, macht ihr auch mal kurz eine Wahrnehmung. Moment, kurz eben auf mein Sheet wechseln. Wo ist es denn da? Wahrnehmung? Du kriegst nicht deinen Bonus für Durchsuchen gerade. Achso, da unten. Minus Bonus wäre dann 10. Ja, dann würfel mal drauf. Okay. 13, okay, also ihr würfelt alle relativ gut. Ich habe insgesamt 18. Ja. Also ihr beide, also Dal und Bendak, ihr seid in so eine Art der etwas größeren Höhlenraum gekommen. Aber ihr bemerkt sehr schnell, aus so Seitengängen krabbeln verschiedene Viecher auf euch zu. Und was Amena angeht, ja, du bemerkst halt, da kommt etwas auf dich zu, das ja so ein bisschen, wie soll man sagen, schon so halb den, also es ist größer als du. Du würdest so rein von der Erscheinung her wirkt das so ein bisschen wie eine Art erdfarbene Gottesanbeterin, aber mit knapp 2 Meter Körpergröße.
Und die kommt ziemlich zielgerichtet auf dich zu. Ich schieße. Ja gut, du hast sie auch bemerkt. Du hast die Initiative. Ich schau mal kurz, was sind die Approved Actions hier? Defend und Taunt, okay. Man kann übrigens auch sagen, anstatt dass man angreift, also man hat ja eine Aktion pro Runde, man darf auch aktiv sich verteidigen. Und es gibt die Möglichkeit zur Multi-Action, wenn man sich nicht für eine Defensive entscheidet. Dazu kommen wir dann aber, wenn es besser passt. Du willst jetzt deine Aktion, weil du die Initiative hast, benutzen zum Angriff. Genau. Gut. Ich möchte schießen. Mit meinem eigentlich. Was habe ich schon mal gesagt? Mal Repetierblaster, ne? Der Repetierblaster ist dieses fette Riesending, ja. Ich schieße damit. In dem Fall muss ich kurz schauen, was war noch mal beim Repetierblaster die Distanz? Also, ja gut, du hast es rechtzeitig bemerkt. Das ist, ja, das Viech ist so vielleicht, es ist im Nahbereich. Das heißt, du kriegst -3 auf den Angriff. Dann mache ich mit dem Blastergewehr. Das passt in diesen Gängen auch besser. Also du ziehst das Blastergewehr und fängst an zu schießen. Ja. Das heißt, in dem Fall sind wir in einem Bereich, da kriegst du 0 auf Schaden, 0 auf Angriff. Passt. Dann würfel einfach mal auf Energy Weapons Blastergewehr, das ist bei dir 12. Was die Defensive von dem Viech angeht. 13, das ist +2, 13, ne? Ja, dann bin ich bei 14 insgesamt. 14 insgesamt ist ein Treffer. Ich muss jetzt überlegen, also ich saug mir das gerade so ein bisschen aus den Fingern. Das ist ein bisschen improvisiert, dieses Viech. Ich überlege gerade, was das Viech für eine Toughness hätte. Denn ich muss jetzt einerseits sagen, okay, wie viele Result Points hätte das? Dein Blastergewehr macht 16 Schaden. Das Ding hätte aber auch natürlich eine entsprechend hohe Widerstandskraft. Jetzt mal, Nico, du hast ja selbst sowas schon mal geleitet. Was würdest du sagen, so eine 2 Meter große Gottesanbeterin? Es kommt natürlich, ich würde von der Ausdauer ausgehen. Wie viel Ausdauer würdest du dir geben? Ne, Durchschnitt der 8 bei einem Menschen. Da muss das auf jeden Fall mehr haben, das Viech. Aber es kommt ja auf auch andere Sachen an. Das Viech hat ja auch eine natürliche Rüstung und sowas. Genau, aber nee, dann lass es vielleicht irgendwie 10 haben oder so. Ja, 10 Grundausdauer, ja. Also Grundtoughness plus Rüstwert. Chitinpanzer, dann gib ihr vielleicht nochmal also mindestens 4 oder 5 dazu. Ja, ich würde dir da schon die 5 geben. Das heißt, wir wären bei einem Rüstwert von 15. Das heißt, du hattest eben eine 14 insgesamt gewürfelt, richtig? Also eine 14 als Angriffswert? Oder was war das? 14 Angriff. 14 Angriff, gut. Dann kommt da jetzt dein Ich gebe ihr mal eine 12er passive Abwehr. Mhm. Also, weil das Viech ist überraschend schnell für die Größe. Das heißt, das kriegt in dem Fall, das heißt 2 Result Points plus 16 fürs Blastergewehr vom Schaden. 15 werden davon nochmal abgezogen. Das heißt, wir sind bei 3 Result Points. Das heißt, da schauen wir jetzt in die entsprechende Tabelle. 3 Result Points bedeutet O-Kondition 2 Schockpunkte. Das muss ich mir hier kurz notieren. O heißt, wenn das Viech in der Runde keine K-Kondition bekommt, ist die wieder weg. Also wenn jemand eine K- und eine O-Kondition hat, dann fällt er halt um. Mhm. Möchtest du noch eine Karte in deinen Pool legen, Lina? Ja, das kannst du nämlich jetzt machen. In meinen Pool. Kann ich nur eine in meinen Pool legen? Ja. Du kannst eine Karte in deinen Pool legen. Okay, gut. Jetzt kommen wir mal zu Bendak und Dahl. Ihr habt nämlich jetzt, also ihr seht, da kommen 5, sagen wir mal. Getroffen oder? Du hast getroffen, aber nicht so, dass es ernsthaft verletzt wäre. Okay. Bei Dahl und Bendak, da kommen 6, sagen wir mal, etwas kleinere Varianten davon. Also ihr habt die Brut gefunden, Amena hat die Mutti. Wohlgemerkt, ihr könnt auch andere Sachen machen, als einfach nur angreifen. Zum Beispiel hier, die Aktionen, für die ihr gerade Karten bekommt, sind Defend und Taunt. Das ist einfach so eine Motivation für sowas.
Wie groß sind die? Die sind jetzt so vielleicht, sagen wir mal so, wie ein sehr großer Hund. Ach so, also sind das so Viecher, wie Obi-Wan damals in der Arena niedergemetzelt hat, nur in klein? Ja, in dem Fall aber mehr auch tierisch. Also das sind keine Geonosianer im Sinne von der zivilisierten Spezies. Nee, ich meine dieses komische sechsbeinige Krabbelfiech. Weiß gerade nicht, was ich Ja, meine. könntest Okay. du dir ungefähr so vorstellen. Also in dem Fall. Okay, dann möchte ich sie einschüchtern, möchte ich sie taunten, quasi. Taunten Alles ist was klar. anderes. Einschüchtern ist Bitte. Intimidate. Ist doch verspotten. Ja gut, diese Verspotten ist halt irgendwie sinnbefreit, wenn die wilder sind. Ja, also ich sag Ja. mal, das mit dem Verspotten würde ich auch ein bisschen erschweren, weil die halt nicht verstehen, was du sagst. Frage: Wie weit ist Amina von uns entfernt? Also du hörst zumindest die Schüsse aus dem Tunnel. Entfernung noch so 50 Meter. Ja, gut. Ist klar. Wie siehst du das beim Force Speed, Tom? Wenn ich den einmal benutze, habe ich dann quasi noch eine Aktion übrig, weil der dann schon wirkt, oder habe ich in der nächsten Runde zwei Aktionen? Ich würde sagen, du hast dann eine weitere Aktion in dieser Runde übrig. Das heißt prinzipiell, wenn du da dir einfach nur eine Aktion damit verschaffst, ist es ein Nullsummenspiel. Bringt dir also nicht viel. Du musst da schon gut das schaffen. Okay. Da wir in eine größere Halle kommen und wir mehr Gegner haben, Also ich ihr glaube. steht da schon mit drin. Ja. Die Aber. kommen jetzt aus verschiedenen Richtungen auf euch zu. Alles klar. Dann. Ziehe ich mein Lichtschwert. Ich dachte, das hast du schon die ganze Zeit. Ja, also ich aktiviere mein Lichtschwert. Und gehe mit meinem Shicho und packe die Punkte auf Verteidigung und verteidige mich erstmal. Musst du dann nicht sogar auch was wählen, wovon du was abziehst? Ich meine, du musst eine Sache. Ja, ich gehe einen vom Schaden runter und gehe auf die Abwehr. Okay, du willst dich also aktiv mit dem Lichtschwert verteidigen. Also beziehungsweise du willst erstmal deine Aktion aufsparen, bis du angegriffen wirst. Genau. Gut. Was macht Bendak? Also, ich habe mein Vibor-Schwert auf dem Rücken. Ich habe mein Köfferchen mit dem Scharfschützengewehr, dem zusammengebauten Scharfschützengewehr in der Hand. Das bedeutet, ich habe eigentlich keine große Wahl als mit meinem Blaster. Also zumindest den schussbereit zu machen, also den quasi zu heben. Naja, beleidigen, verspotten, wie auch immer, kann ich die Viecher nicht. Mir fällt auch nichts gerade ein, außer du bist extrem hässlich. Schieß drauf. Ich möchte übrigens Ja. einen Haste in meinen Pool packen. Das kannst du erst, nachdem du eine Aktion ausgeführt hast. Ich muss mal gucken, warte mal. Energiewaffen, Blastergewehr, 14. Okay, ja, ich möchte einen Regen aus heißem Plasma auf sie niederregnen lassen. Also du willst Übertrieben auf einen gesagt. von denen schießen. Ja. Gut, dann Feuer. Das heißt aber auch, du lässt den Koffer fallen, ziehst das Ding und piu, piu. Ja, ist gut. Ja, 18, 18. darfst neu würfeln den hier. 22, 20. 22 ist ein Bonus von 10. Nice, also 24 insgesamt, ja? Verstehe ich richtig? Ja, das ist halt auch ein Treffer, weil das Viech wollte dich gerade angreifen. Also ich habe bei denen gesagt, keiner von denen versucht sich vorzu. Ja, wobei, die sind sowieso dran. Die könnten theoretisch sogar versuchen, aktiv abzuwehren. Das muss ich dann aber ansagen, bevor du deinen Angriff würfelst. Hätte das Viech jetzt nicht gemacht. Das heißt, 22, sagst du. Nee, warte, was war dein Gesamtwert nachher? 24? Ja. Okay, bei denen würde ich dann sagen, die haben eine Grundabwehr von 10. Plus
Also würde ich dann auch die Toughness nehmen, plus dann nochmal 3 für die Rüstung. Die sind halt ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger dick. Wir kommen damit also auf einen Gesamtschutz von 13 und 24 sind 14 Result Points. Der Blaster macht. Ja, gute Frage. Der Blaster macht 16. Minus die 13 von dem sind also nochmal 3 mehr. Das heißt, wir sind bei. Alter Schwede, 17 Result Points. Das Viech ist hin. Also du schießt da drauf. 17 Result Points wären 7 Wunden KO 15. Rums. Mit anderen Worten, du schießt das Ding ab, das Ding kippt nach hinten weg. Es spritzt so ein bisschen grünlicher Schleim durch die Gegend. Ja, Trauma. die übrigen 4 stürzen sich jetzt auf euch. Wir haben Breaks, ne? Ja, die müssen in der Runde euch eine Verletzung zufügen oder die müssen fliehen. Das ist mein Schaden von dem Ding. Gut. Ich würde es jetzt als einzelne Angriffe werten und nicht als Many on One. Das. Ja. Okay. Beginnen wir mit dir. 2 stürzen sich auf Dahl. Ich habe eine aktive Abwehr. Ja, dann wehr mal kurz aktiv ab. So, ich habe Lichtschwertkampf insgesamt 17 plus den einen von den Shichos 18 plus das, was ich jetzt würfel. Das ist in dem Fall dann eine plus 1, weil du schlechter gewürfelt hast als 0. Ich hätte gern Life Point. Ach, du willst die aktive Abwehr noch mehr erhöhen? Okay, gut, dann mach weiter. Dann haben wir 7 plus 14 sind 21, sind 10. Plus 18 sind 28. 28, okay, wenn die dich treffen, dann ist es mal richtig krank. Also. Sagt der Spielleiter. Ja, ich würde sagen, die haben einen Grundangriff von 12. Ich habe gerade was getan, das heißt, ich kann mir den Haste in den Pool legen. Ja. Wobei eigentlich nachdem die Angriffe abgehandelt werden, aber gut. Der erste, das reicht definitiv nicht. Der zweite bei dir erst recht nicht. Also du hältst die mit dem Schwert wunderbar auf Abstand, du drehst dich da schön durch. Keiner von denen traut sich so richtig, einen Angriff mit den Scheren gegen dich durchzuführen. Kommen wir zu Bendak. Du bist jetzt gerade mit einer Fernwaffe ausgerüstet und hast auf einen geschossen. Blastergewehr, Kurz- bis Mittelstrecke, nein, Nee, keine nee, darum geht's Fernwaffe. nicht. Es geht darum, mit was du dich jetzt dagegen wehrst. Ich schieße auf ihn. Was soll ich denn sonst machen? Nein, was deine Verteidigung gegen seinen Angriff ist. Dein Draufschießen. Defensivskill. Okay. Defensivskill in dem Moment Beweglichkeit. Ja, in dem Moment, du hast keine Nahkampfwaffe ausgerüstet, daher nicht Melee Combat, sondern es ist einfach dein Grundwert in Beweglichkeit. Denn die springen Toll. dich halt jetzt im Nahkampf an. Das heißt, 8 ist Musst der. du duschen? Ja, nee, gewürfelt, er wird nicht, er hat angegriffen in der Runde. So. Aber dann hast du hier übrigens noch eine Karte eben in den Pool legen dürfen. Das hatte ich ganz vergessen. Was? Eine deiner Karten darfst du dir in den Pool legen, damit du die in dieser Szene einsetzen darfst. Ja, Moment, lass mich mal kurz durchgucken. Charisma, Confidence, Rated Skill, das ist alles irgendwie. Maybe spend as a life point, ach komm. Ja. Okay. Der erste von denen, die Bendak angreifen, er hat insgesamt eine 16. Ich würde mal sagen, die machen natürlich weniger Schaden als ein Vibro-Schwert. Der Grundschaden von dem Ding ist 10. 14. Ja, 14 vom Vibro-Schwert von denen jetzt, von den Kleinen, die haben So. Grundschaden 10. Ich dachte schon gerade, hä? Okay, ja. Das heißt, in dem Fall, er hat insgesamt, wie gesagt, er hat einen Grundangriff von 12, hatte ich gesagt. 15 gewürfelt sind wir bei 16. Minus seine Abwehr, 8 Result Points. Jetzt Schaden. 10 kommt von dem Ding drauf. Du hast eine Rüstung und Toughness von 11. Wir kommen also insgesamt auf 7 Result Points. Das heißt,
Du kriegst eine Wunde, eine K-Kondition und 5 Schockpunkte. Kannst auch einen Lifepoint benutzen, um Schaden zu verhindern. Genau, das kannst du auch machen. Du kannst mit einem Lifepoint 3 Schadenspakete verhindern. Ein Schadenspaket ist entweder eine Wunde, eine Kondition oder 3 Schockpunkte. Du kannst also damit sagen, ich krieg die K-Kondition nicht, ich krieg die Wunde nicht und verliere nur 2 Schockpunkte. Für einen Lifepoint. Ja, mein Ding. Das ist doch die Karte, die als Lifepoint gilt. Ja, deswegen. Gut. Okay, ja, dann ist Hero raus. Zack. Du bist ein Hero. Aber es gibt noch einen zweiten, der angreift. Der tötet mich jetzt instant. Nee, das war jetzt kein so guter Angriff. Der hatte eine 9, das ist 0 bei dem Ding. Das heißt, er kommt auf insgesamt 4 Result Points. Mit dem ganzen Kram abziehen ist er bei 3. 3 Result Points sind eine O-Kondition und 2. Also 2 Schockpunkte. Das heißt, du bist jetzt bei 4 Schockpunkten, die du verloren hast. Das ist aber alles okay. Kommen wir zur Mami. Hallo. Ach nee, das ist die andere. Ich würde sagen, die hat einen höheren Grundangriff. Ich würde sagen, die greift mit einem Grundangriff von 14 an. Und der Schaden, würde ich sagen, ist in dem Fall wie bei einer Vibro-Klinge. 13 ist ein Bonus von. Also in dem Fall, du nimmst auch deine Beweglichkeit als Abwehr, weil du mit einer Fernwaffe geschossen hast. 13 ist Bonus von 2. Wir sind damit bei 16. Du hast eine Beweglichkeit von 8. Heißt, wir sind bei 8 Result Points. Ich hab da. Ach so, ich darf nicht würfeln. 14. Okay, kommen 3 drauf. Heißt 11 Result Points. 11 Result Points wären 3 Wunden, K-Kondition 11 Schockpunkte. Aua. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich sag mal so. Wunden ist wie folgt: Es gibt insgesamt 6 Verwundungssstufen. Ja, die sehe ich hier. Ab verletzt kriegst du Nachteile und tot ist klar. Ja, klar. Das heißt, in dem Fall, Schockpunkte hast du maximal 9. Wenn du keine Schockpunkte mehr hast, kippst du um. Wie viele Schockpunkte hat er mir jetzt gegeben? 11, ne? Du kannst Lifepoints benutzen, auch mehrere, um solche Schadenspakete zu verhindern. Also in dem Fall, ich hatte ja gesagt, 3 Wunden. Eine K-Kondition, also es gibt diese K-O-Kondition. K-Konditionen sind permanent, bis die Szene vorbei ist. Eine O-Kondition verschwindet, wenn du keine K-Kondition in der Runde bekommst. Wenn du K und O hast, bist du K.O. Fertig. In dem Fall 3 Wunden. Also schwer verletzt. Wenn du das so annehmen willst. Und K0 und O2 dann, ne? Was? Nee, O gar nicht. K ist was anderes. K und O sind Zustände, die du kriegst. Du hast jetzt einen K-Zustand bekommen und 11 Schockpunkte verloren. Mit 11 Schockpunkten wärst du K.O. Also wärst du raus. Ja, dann setze ich Lifepoints ein. Gut, dann kannst du jetzt zum Beispiel sagen, du möchtest 3 Schockpunkte weniger nehmen für einen Lifepoint. Dann hättest du noch einen übrig, aber du hättest trotzdem halt die schwere Verletzung. Und ich sag mal kurz, was Damage Results sind. Ich nehme 3 Lifepunkte, dass okay. Ich 6 Schockpunkte runternehme und eine Verletzung. Eine Wunde, dann bist du bei 2 Wunden. Ein Lifepoint für 3 Pakete. Ja, stimmt, genau, ein Lifepoint für 3 Pakete. Du kannst auch sagen, ein Lifepoint für 3 Wunden und ein Lifepoint für insgesamt 9 Schockpunkte. So, dann mache ich 2 Lifepoint für 9 Schockpunkte und 3 Wunden, war das jetzt? Ja. Jo. Ja, dann machen wir das so. Gut. Ihr müsst auch immer festhalten, wie viele ihr von euren Lifepoints ausgegeben habt. Ihr kriegt zwischen Szenen wieder neue, aber nicht viele. Und es ist eigentlich auch darauf ausgelegt, dass ihr insgesamt innerhalb des Abenteuers bis zum Ende kein Plus macht. Jedenfalls. Das heißt, du hast keine Wunden genommen. Und 2 Schockpunkte. Ja, okay.
Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, der hier auf der Karte drin war, auf dem Initiative-Ding. Die haben es nicht geschafft, euch irgendwelche Wunden zuzufügen oder sonst sich in eine gute Position zu bewegen. Breaks. Das heißt, die flüchten. Also in dem Fall, die Kleinen haben gerade so ein bisschen was gemacht, aber gerade das Lichtschwert von dem Jedi und der eine Tote, die merken, das ist keine leichte Beute, die krabbeln wieder zurück. Und auch die Große, die gibt noch einmal ein bedrohliches Klackern von sich, aber weicht auch wieder zurück und verschwindet nach hinten. Ja, hau nur ab, blödes Vieh. Also du merkst wohlgemerkt gerade, ich möchte kurz sagen, dir ist durchaus bewusst, dass du gerade dem Tod von der Schippe gesprungen bist. Also, dass dich diese Klaue um Haaresbreite verfehlt hat. Armena ist ein bisschen überheblich. Ja. Ich würde trotzdem etwas zwischen ihre Knie zittern. Nee. Meine Knie zittern. Also, so viele Bruchlandungen, wie ich schon hingelegt habe, ja? Der Unterschied ist, eine Bruchlandung hat nie versucht, dich umzubringen. Das warst du immer selber. Alle unverletzt? Ja, schon. Wollen wir jetzt echt hierbleiben? Also du kommst zu den anderen in diesen Raum rein und hast. Meine war größer. Ich zeig auf dieses kleine tote Viech, was da liegt. Ja, wir hatten ein paar mehr, aber wir haben jetzt zumindest was für die Nacht zum Essen. Ew. Das sieht nicht lecker aus, was da liegt. Hör mal. Vor allem, du hast das Ding halt. Hast dem halt saubernen Bolzen quer durchgejagt. Deine letzte Mahlzeit ist keine 12 Stunden her. Was ist los mit dir? Ich denk dabei nur an dich. Wenn du hungrig bist, wirst du unausstehlich. Wenn ich das Zeug esse, werde ich unausstehlich. Ich muss auch immer an sie denken, wenn ich ein totes Insekt sehe. Ich möchte ihn schlagen. Ja. Batsch! Oder willst du tatsächlich jetzt einen Kampf mit ihm eingehen? Nein, ich werde ihm nur eine Badpfeife geben. Lässt er eh nicht zu. Naja, es ist eine sehr einfache Sache. Zack, fertig. Naja, ist ja nichts passiert. Ich bin dafür, dass wir wieder gehen. Ich will darum nicht erfrieren, vergiss es. Aber nicht mal hier unten mit dem Krabbelzeug kuscheln oder was? Vielleicht sollten wir zurück zum Eingang gehen und uns dort verschanzen. Ja, wir haben ja unsere große Kanone mit dem Mädchen dabei. Das meinst du? Ich drehe mich um und gehe wieder zum Eingang. Ja. Ich denke, hier ist eigentlich ein guter Punkt, um eine kleine Pause zu machen. Weil er wird jetzt langsam von der Uhrzeit und ich weiß ja, Nico, du musst ja auch immer früh raus und so ein Kram. Das ist richtig, es trifft sich ziemlich genau mit meiner Zu-Bett-Geh-Zeit. Ja. Da dachte ich, da machen wir dann hier mal einen kleinen Cut. Ich muss mal schauen, ob und wann ich das hochlade. Und ich werde es wahrscheinlich dann mehr so als episodische Sache und ich werde einiges im Vorlauf erstmal machen, bevor es überhaupt rauskommt. Wir besprechen dann, glaube ich, gleich am besten noch, wann wir einen nächsten Termin finden können. Und ja, ich speichere auf jeden Fall noch mal diesen Tisch ganz exakt ab, wenn Nico mich noch mal promotet. Ach du. Promoted! Promoted. Ich kann nicht sogar, warte, kann dir sogar den Host geben. Yay! Nein. Doch, jetzt ist es. Join New Server Host. Yay, ich kann's abspeichern. Save and load und sowas. Nein, So, das Ding heißt dann auch wieder Custom Save Game. Komm, spam mich doch nicht so. So, das heißt. Was ich jetzt sagen möchte, ist erstmal danke, dass ihr dabei wart. Und ja, ihr könnt natürlich dann auch weiter Ideen und sowas mir zukommen lassen, wenn euch was Lustiges einfällt. Aber ansonsten generell, ich persönlich bin einfach froh, dass wir mal wieder Rollenspiel machen können. Das ist eine tolle Sache, gerade so in den koronierenden Zeiten. Bisher mag ich die Gruppe sehr. Ich glaube, nur komplexe soziale Situationen könnten schwierig werden. Meinst du, warum ich euch als erstes in eine Arena schicken will? Damit der Mann doch mal ein bisschen Erfahrung sammelt, ein bisschen Geld und vielleicht sich neue Ausrüstung kaufen kann. Wir sollten hier ein Geschäft aufbauen. Wir sollten ins Arenengeschäft einsteigen mit dem Mädchen als Chef und wir nennen es Arena Lee.
Mann. Ich würde sagen, mit diesem schlechten Witz, Leute, schließen wir die heutige Folge ab. Und ja, mal schauen, was die Leute so davon halten. Es ist ja mehr so ein Podcast-Format, kann man sagen. Aber mal schauen. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die zugesehen haben, noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hier gucken mögt. Und wir sehen uns dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wieder. Habt ihr noch abschließend was zu sagen, meine Freunde? Mit Kuss auf die Nuss. Genau. Tschüsschen und Küsschen aufs Nüsschen. Ich bin dezent verstört. Ehre aller! Geil, eine Gehwegspalte. Okay. Geil, Alter. Cheerio, Beton. Leute.